und willkommen hier auf Gaming Paradise 9046 zu unserem oder zu einem neuen Projekt von mir. Und zwar hat mein Kumpel Chris ja heute damit an diesem Samstagvormittag schon angefangen, die Bundesliga-Prognose weiterzuführen. Und ich habe mir gedacht, hey, die Idee ist ganz nett und da es das so noch nicht gibt auf YouTube, habe ich gedacht, schauen wir mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus und kümmern uns um die Liga, die bereits offiziell abgebrochen ist. Aber bei uns noch weitergeht, wir befinden uns nämlich, wie ihr schon anhand der Mannschaften vielleicht sehen könnt, in der Eredivisie in Holland, in den Niederlanden. Und damit begrüße ich euch zur Eredivisie-Prognose der letzten, der laufenden Saison. Wir beginnen mit dem 27. Spieltag, mit dem Eröffnungsspiel heute an diesem Tag dann. ADO Den Haag empfängt zu Hause Fortuna Sittard. Tabellarisch ist zu beiden Teams zu sagen, dass vor dem dass jetzt vor diesem 27. Spieltag Den Haag auf Tabellenplatz 17, also auf dem vorletzten Platz rangiert und Sittard auf Platz 16, also beide noch ganz, ganz dick drin im Abstiegskampf. Und damit heiße ich euch dann jetzt herzlich willkommen hier aus dem Karl-Jeans-Stadion in Den Haag zum Heimspiel, zur Eröffnung des 27. Spieltags. Und ich werde das Projekt ein bisschen nutzen. Wir können dann auch gerne nebenbei, wenn ihr Fragen habt zu uns oder zu mir oder über den Kanal oder im Allgemeinen zum Real-Life-Fußball oder wie auch immer, können wir die dann gerne hier mit reinnehmen und bequatschen. Hier nochmal da sehen wir nochmal die aktuelle Tabelle nach 26 Spielen jetzt. Genau, sie sind direkt in den 18., 16., also Tabellenabstiegskampf heute hier in den Niederlanden. Und dann gehen wir, würde ich sagen, rein, schauen uns mal die Systeme von beiden Mannschaften an und schauen, wie das aussieht. Den Haag wird in einem, ich glaube, 4-1-4-1 könnte das sein. Meine ich, ins Meer will Immers, Gosens. Ja, im 4-1-4-1. Koopmans im Tor, Malone, Stups, Pienaar und de Bock. Baluta auf der 10, Zimmer will Immers, Gosens, Majos, der Kapitän und Sprockle dann da im Sturm. Und dann schauen wir. Rousis, Metz, Tekje, Paslak, Cox, Damas, Ninja, Rota. In einem 4-4-1-1. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein in die Eröffnung dieses 27. Spieltags. Ansonsten, ich bin mal gespannt, wie es heute wird, denn heute an Tag der Aufnahme jetzt, in knapp 2 Stunden oder 3 Stunden gleich nachher, beginnt die Fußball-Bundesliga wieder, also der Restart. Ich bin gespannt, wie es wird. Aber ja, ohne Fans ist es, ja, macht es für mich keinen Sinn. Also ich bin tendenziell eher so die Sache, dass man es abgebrochen oder dass man die Saison hätte abbrechen müssen. Mein klar, dann kriegt die Vereine kein Geld und dann geht der eine oder andere Verein, der jetzt nicht Leipzig, Hoffenheim oder die Bayern heißt oder Schalke mit Tönnies, ist vielleicht insolvent, okay. Aber naja, ist das dann besser ohne Fans zu spielen jetzt? Aber gut, wie dem auch sei. Das dazu und wir gehen jetzt hier mal rein. Roter auf Paslak für die Gäste aus Sittard. Deshalb D, wieder Deshalb D, nochmal nach außen gelegt. Paslak. Roter, nee, Paslaks Flanke ist nicht schlecht und da kommt Karaman, aber Koopmans ist dazwischen. Der lange Ball. Ist nur immer will, Kopfball aber nur auf Sis. Sis abgelegt. Dimos, Cox, nochmal Smets. Smets, 16 Meter vor dem Tor, abgelegt. Kiss nochmal zurückgelegt. Dimos in die Mitte rein. Karalainz Kopfball, aber Koopmans ohne Probleme nach einer Viertelstunde. Ist hier aus
Den Haken noch nicht viel zu sehen. Smith, Dimos gut abgelegt. Pastak wieder. Caroline, guter Ball in die Mitte. Dimos kriegt den Ball. Zurückgelegt. De Bock klärt. Und Pinas im Verbund. Baluta, Gosens. Nächster schlechter Ball, doch nicht. Der ist dazwischen. Roter, Smets, Caroline. Rot nach außen gelegt, Kiss zurückgeflankt. Der Ball ist Paslak, der ist der Abschluss von Caroline. Aber Koopmans erneut zur Stelle. Ja, Abschlag auf Somerville, der Kopfball im zweiten Ball. Aber wieder ist Sittard hier die Mannschaft, die hier auf der Seite da auf rechts. Paslak zurückgelegt auf Roter. Roter, Paslak, nochmal Roter. Da ist dann Meyers dazwischen. Und Meyers auf Baluta. Der mit dem perfekten Ball in die Lauf auf Somerville. Der wird aber lang, der kommt auch dran. Setzt sich durch. Somerville. Somerville legt, zieht ab. Erster Ball gehalten vom Keeper. Kriegt erstes Riesending hier. Für Ado Den Haag. In dieser Phase der Partie. Und es gibt sogar Abstoß, gibt nicht mehr Eckball. Was machen wir denn da hier? Kusulev jetzt mit dem Abschlag, langer Ball. Dimas dazwischen. Desalfe. Und ja, Gosens genau, mit dem Ball in die Mitte auf Malone da, glaube ich. Somerville ist das. Immers, guter Ball nach außen auf Somerville. Somerville will jetzt den Ball. Tesalfde, wieder Tesfalde auf Ninja. Tesfalde wieder für die Gäste aus Sittard. Langer Ball nach außen, das ist Sis. Sis. Korks. Ballverlust, Malone, Baluta, Somerville, Imos mit dem Ball in die Mitte auf Bugel, der findet Somerville, der will außen, da ist jetzt ganz viel Platz auf Malone, der hat jetzt richtig Platz auf der Seite, könnte flanken, Flanke kommt auch, aber geklärt und damals ohne Gefahr. Bastlak, nächster Versuch für die Gäste aus Sittard. 40 Minuten sind hier gleich durch. Deshalb der Smets. Smets geht mal weiter mit dem langen Schlag, aber Imos vor Sista am Ball. Somerville gegen Cox und Einwurf für Den Haag gepfiffen. Malone beim Einwurf. Pinas, wieder Malone. Spielaufbau auf Baluta, der auf Immers, der sucht und findet dann Stoops, der findet Meyers, der findet Gosens, der sucht De Bock. Die Placke ist nicht schlecht, aber ab seit in der Mitte. Schon nochmal nach. Ja, das geht in Ordnung, diese Abseitsstellung. Und dann der für die Nachspielzeit. Und ja, jetzt ist Halbzeit hier in dieser Partie. Und damit gehen wir dann mal in den zweiten Durchgang gleich sofort rein. 0-0, keine Tore bis jetzt, wenige Offensivaktionen hier und damit rein in den zweiten Durchgang. Da stößt jetzt an von rechts nach links, von links nach rechts in den weißen Trikots. Malone dazwischen, Somerville auf Gosens, der auf Bogel, der auf Gosens zurück, der findet Meyers, das ist wieder Gosens, das ist Bogel, der wieder auf Gosens. 20 Meter vor dem Tor nach außen gelegt, Flanke kommt, roter Block da für Sittard und die Gäste können jetzt einen Angriff aufbauen über Paslak, über Tesalfde, über Dimos, Dimos findet Caroline, Dimos wieder Caroline, hat jetzt Platz, ist durch, Caroline ist durch, legt nochmal ab nach außen, da ist Kiss, der Schuss, Koopmans stark und dann gibt es den ersten Eckball für die Gäste aus Sittard, die hier den Angriff richtig stark Ausspielung Koopmans da ganz stark vorne Parade verhindert den Rückstand für Ado Den Haag an dieser Stelle. Eckball kommt von Dimos hineingetreten. Der kommt dann jetzt, ist nicht schlecht.
aber auch nicht gefährlich genug. Google nochmal, guckt bei Smets. Passlag. Testfall D. Testfall D. Auf Dimos. Jungen Niederländer Dimos. Testfall D. Flanke. Ist nicht schlecht, aber Malone klärt. Auf Vogel. Auf Imos. Imos. Guter Ball. Sammer will. Reiterwechsel auf Meyers. Auf Gosens. Meyers. Zurückgelegt. Stups. Meyers, Gosens, nochmal Meyers. De Bock, Gubel, Gosens, Botha, gut geballt. Gosens könnte mal abziehen. Geht nochmal rein, legt nochmal ab. Baluta. Baluta nochmal auf Bogel und geklärt von Ninja. Langer Ball. Kopfball, Stups. Gosens, Immers, Summerwill. Der Ball geklärt. Und Malone auf Baluta. Auf Malone, auf Summerwill. Summerwills erster Wechsel bei den Gastgebern. Eckwurf kommt von Cox auf Dingens. Immers, Immers, Summerwill. Malone, Immers, Summerwill, Smets, Tesvalde, Dimos, auf Tesvalde, Baralein, Dimos und De Bock dazwischen, Pinas, auf Immers, auf Baluta, Immers abgelegt, Van Buren, Malone dazwischen von was, nächster Einwurf für den Haag. Pistole gibt den nächsten Wechsel vielleicht. Ja. Und da kommt die 20 Nummer 11 rein. Der Wechsel in dieser Partie. Freistoß kommt, aber hier blockt Roter. Garayain. Dimas, Meyers ist dazwischen. Van Buren, abgelegt. Burkel, Summerwill, Tor. Nein! Kostselev pariert das Ding stark. Puh. Riesending für Den Haag hier. Summerwill mit der Flanke. Eckball kommt. Kopfballchance. Nee, Kiss klärt. Bruno, Sis, Dimos klärt in Seiten aus. Noch 10 Minuten. Die hier noch zu spielen sind. Summerwill auf Malone, langer Ball. Summerwill. Dimos. Und jetzt der letzte Wechsel. Ja, der erste Wechsel bei Sittard. Da geht Caroline raus. Summerwill. Immers. Summerwill. Malone. Summerwill. Immers. Immers. Carbonell. Damaschan. Immers. Das Valde nochmal. Geht immer nach außen, da ist Roter. Ein Pass lag nach außen gelegt, die Flanke von Botha. Die kommt nicht schlecht, Sis legt nochmal ab. Aber der Ballablage landet bei Cox, der macht das stark. Nochmal Kiss, nochmal Cox. Carbonell, Nachspielzeit, Cox. Carbonell, nochmal abgelegt, Tesvalde geht vorbei. Könnte mal schießen, nee, legt ab, Dimos, Tesvalde. Die Minute noch. Ich nochmal ab, Fehlpass, Malone dazwischen, Summerwill, Baluta und dann ist hier Schluss in Den Haag. Und es endet an dieser ersten Partie 0:0. Und dann würde ich sagen, schauen wir nochmal kurz auf die
Statistik. So. Tore nur Schüsse. 3 zu 2 für Sittard. Schüsse aufs Tor. 2-2. Sittard mit mehr Ballbesitz. Den Haag mit mehr Zweikämpfen. Mehr Fouls, aber. Abseits Ecken 1. Ein Schuss gleich 166% Passgenauigkeit ist bei Sittard dann besser mit 89 zu 85%. Beiden okay. Und dann würde ich sagen, beende ich den Part an dieser Stelle hier. Und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Partie. Bis dahin, haut rein und ciao. Prognose hier, willkommen aus Tilburg zur Partie Willem Tilburg gegen den SC Heerenveen an diesem 27. Spieltag. Tabellarisch ist Tilburg Tabellenfünfter. Vor diesem Spiel kämpft er also noch um die europäischen Plätze. Und Heerenveen auf Tabellenplatz 10 im Mittelfeld der Tabelle. Wir gehen mal rein. Tilburg damit. Pavlidis, Jonas Kittus, Bochum. Köhlert im 4-3-3. Mit Nandeli, mit Köhlert, mit Lunken, Stadiki, Daeshime oder was. Im 4-3-3-System auf jeden Fall. Hier und heute. Er ist der Herrenfehl mit Iuke, mit jetzt Oedegaard, mit Mitchell van Bergen, Kongolo, Feig, Floranus, Grothmann, Dirisic auch im 4-3-3-System, aber etwas defensiver aufgestellt von den Mittelfeldreihen her. Und damit würde ich sagen, machen wir uns hier mal drum rumquatschen und gehen dann rein in die Party aus dem Wilhelm Tilburg, aus dem König Wilhelm Tilburg Stadion hier. Sadiki liegt zurück, Holmen. Tresor, Lonsch, wieder Tresor. Sadiki, langer Ball nach außen, Nunnally kommt da nicht ran. Doch, setzt sich durch gegen Floranus irgendwie, aber Floranus behauptet den Ball. Diego liegt zurück. Und Heerenveen kann erstmal aufbauen über Fährmann, über Floranus, über Fährmann, über Ejuke, über Fährmann, über Feig abgelegt, Oedegaard. Er doch, nee, Ögaard, glaube ich. Dresewitsch da außen mit dem langen Ball. Auf Van Bergen, der Kopfball aber findet nur Sadiki. Köhlert, Herkens, der hat mal in Meppen gespielt, wenn ich mich nicht ganz erinnere. Köhlert, Tresor, sucht und findet Nunnally. Nunnally auf Sadiki, auf Tresor. Oh, da machen wir das gegen Feig. Feig gibt das Ding zurück auf Hahn. Ja, mit dem weiten Ball und dann Kopfball-Duell. Peters gewinnt das auf Lonsch, er legt zurück, Spiel auf Bau für Tilburg. 14 Minuten sind hier gleich rum. Noch keine nennenswerte Aktion in dieser Partie. Pavlidis abgelegt, ne, Van Rijn ist dazwischen. Dresewitsch, Botmann klärt, Feig sucht und findet, dann liegt nochmal zurück. Bootmann, nochmal Feig. Das ist dann Kongolo, Feig und Kongolo und nochmal Feig. Mein Gott. Fährmanns langer Ball Richtung Van Bergen. Der kommt nicht an, weil Herkens dazwischen ist. Und Köhlert. Mit Lunch. Mit Ejuke jetzt da. Wieder fährt auf der anderen. Der geht vorbei. Ejuke findet außen Floranus. Der könnte mal Flanke vielleicht. Ne, legt zurück. Ejuke nochmal Floranus. Meins auf die halbrechte Seite gelegt, da jetzt wieder Floranus über die Seite. Was macht er? Er sucht eine Anspielstation, findet sie dann in Feig, der legt ab. Das ist Fährmann. Fährmann findet Oedegaard. Peters Block legt zurück und Wellenreuther klärt erstmal für Tilburg. Und dann haben wir Fährmann, der findet Van Rijn. Van Rijn nach außen auf Van Bergen, da zurück. Das ist dann der schlechte Ball. Hier ist jetzt dazwischen Köhlert, Lonsch. Sadiki, Tresor, Pavlidis, Tresor, Lonsch, Tresor, Sadiki findet nur Ejuke, Kongolo, Fährmann legt ab, Faik wieder Fährmann, nochmal Faik zurückgelegt für Drisevic, der findet Fährmann nochmal, Faik
Wenn wir uns jetzt bemüht, hier viel über den Ballbesitz in diese Partie zu kommen, erstmal Kongolo, Luranus, wieder Kongolo, Ogard, nochmal Ejuk, Ablage, Feig, könnte nochmal das probieren, gibt den Vorteil, findet Van Bergen, der findet wiederum Van Rijn, der könnte jetzt mal flanken, tut das auch, da ist Ødegaard Kopfball. Und die erste gute Aktion nach einer halben Stunde hier in Tilburg für den Gast aus Herrenveen. Launch über Tresor, nächster Versuch jetzt für Tilburg hier mal was aufzubauen. Herkens, der findet Tresor, der sucht und findet Pavlidis, der auf Sadiki, Tresor, Sadiki. Pavlidis gegen Falk, Ball setzt sich da durch und wird aber zurückgepfiffen wegen eines Foulspiels. Gott, was ist denn los heute? Tresor sucht und findet da außen Nanneli, der setzt sich durch erstmal. Findet Pavlidis, der findet Tresor. Tresor, holt man es dazwischen. Fährmann, Kongolo. Van Bergen, Pavlidis, Kongolo nochmal. Nachspielzeit läuft schon hier. Langer Ball auf Ejuke, der kriegt den nicht mehr. Und dann ist hier Halbzeit. Dann schauen wir mal, was wir noch im zweiten Durchgang hier zu erwarten haben in dieser Partie. Illegal, Kongolo, Feig. Abgelenkt. Und Tresor auf Pavlidis, der sucht eine Anspielstation da außen in Nanneli. Der sehe ich nochmal zurück. Launch. Tresor, Sadiki. Tresor. Launch. Nochmal Tresor. Nanneli. Das ist. Da ist außen das Köhler. Der geht dahinter vorbei, findet. Nanneli, der legt nochmal ab. Pavlidis, Dresevic blockt aber den Abschluss und klärt, aber nicht gut genug. Nochmal Launch nach außen gelegt. Herkens ist das. Köhler, Nanneli, Launch. An Van Bergen gescheitert und der kann sich aber nicht durchsetzen und gibt den Freistoß für die Gastgeber aus Tilburg. Die könnten jetzt hier ihrerseits mal was versuchen. Köhler mit der Freistoßflanke, die ist nicht so schlecht. Kopfball langen Pfosten, Botmann fliegt damit rein und es gibt, glaube ich, den Eckball hinterher. Erstmal jetzt den ersten Wechsel bei Herrenveen. Mit der auch den bringt Köhler. Da kommt Halilovic rein für Kongolo. Eckball kommt. Was macht Hein denn da? Fliegt da im 5 Meter Raum her, ist noch dran und holt den nächsten Eckball gleich hinterher für Tilburg. Also langsam aber sicher kommt hier etwas Stimmung in die Partie. Den bringt jetzt Tresor, also ein Dice Hime. Ja, Eckball ist auch nicht schlecht. Kurzer Pfosten, aber Van Bergen klärt. Aber nur auf Sadiki, der liegt nochmal ab. Peters, das ist Herkens auf der Seite. Nochmal raus auf Tresor, nochmal Herkens. Der könnte mal, nee, Tresor versucht vorbeizugehen. Mit der Finte schafft er aber nicht. Herkens abgelegt und dann ist Van Rijn da und klärt Halilovic auf Van Bergen. Der Mann ist schnell. Der hat Skillplatz auf seiner Seite. Hat richtig Platz. Mitchell Van Bergen immer noch mit Tempo. Immer noch am Ball. Könnte jetzt mal flanken. Van Bergen, was macht er? Bringt die Flanke rein, aber Peters klärt ohne Probleme. Herkens, Sadiki. Rückgelegt auf Wellenreuter, der im Spiel aufbaut mit Sadiki, mit Peters, mit Herkens. Über die Seite da. Nochmal Launch für Köhler, für Herkens. Fehlpass gegen Van Bergen. Sie kann sich gegen zwei aber nicht durchsetzen. Launch geht mit dem Ball und jetzt könnte seinerseits hier mal was gehen.
Hat er nämlich Platz, er kennt das. Geht auch durch. In der Mitte Hacke zurücklegen, findet Köhler, der Ball in die Mitte, das ist Pavlidis. Er zieht ab und Hain. Oder Hahn mit was für einer starken Parade. Ansonsten hätte Tilburg hier in Führung gehen können. Richtig stark gehalten vom Keeper. Das lässt sich irgendwann. Nächster Eckball, den Tresor bringen wird. Erstmal Wechsel. Brusu kommt für Tasiki rein. Kopfball, Korb abgefälscht. Pavlidis. Halt stark. Und da gibt es 11 Meter für Wilhelm Tilburg. Das Foul da im 5 Meter Raum. Ja, nochmal 20. Ja, den kann man so geben, würde ich sagen. Und damit schauen wir, was hier jetzt gleich passiert. Bei diesem Elfmeter ist das Tresor, der da antritt. Ich glaube, ja, ja, Tresor tritt an und Pfosten. Er trifft den Pfosten und Fährmann klärt. Es bleibt hier beim 0:0. Riesending für Wilhelm Tilburg, aber die machen weiter. Einwurf für Pavlidis, Peters. Die wollen jetzt hier natürlich die Führung erzwingen. Herkens, Lonsch, Brusai, Tresor. Im Mittelfeld mit der Ablage auf Lonsch zurück. Der sucht Station mit Pavlidis. Der geht da vorbei. Legt nochmal zurück, bekommt den Ball dann wieder von Herkens. Pavlidis. Pavlidis. Gegen Van Rijn Eckball. Mit Tilburg. Nächster Wechsel bei den Gastgeber, da kommt die 14 für die 11, da geht Köhler raus, ist das glaube ich, ziemlich, ziemlich gesehen habe, und dafür kommt Kabangu rein. Eckball von Tresor kommt, die ist nicht schlecht. Hahn aber faust die erstmal weg und Rosa mit dem Kopfball auf Pavlidis, der auf Kabangu. Pavlidis gegen 3 kann sich nicht durchsetzen, aber Tilburg bleibt auch nicht im Ballbesitz. Juke jetzt mal für Herrenweg mit dem Konter vielleicht, wenn es schnell geht. Er hat Platz. Den Platz nimmt er sich und den Platz sieht er auch. Macht das gut. Ist immer noch am Ball über die linke Seite da. Ist gleich im 16 Meter Raum. Jetzt geht vorbei, legt ihn nochmal weit zurück auf Feig. Der zieht ab, aber Usai blockt. Halilovic nochmal Feig mit der Hacke auf. Uedegaard und Wellenreuter. Wird hier in der 85. Wurde zu einer bärenstarken Parade gezwungen. Was macht Falk jetzt gut mit der Hacke und Odegaard sofort direkt. Wellenreuter ist zur Stelle. Musste auch hin, sonst steht es in 0:1. Eckball, erstmal Wechsel, da kommt SPJ rein für Odegaard. Eckball von Faid, der ist nicht schlecht, langer Pfosten Botmann, aber der Kopfball zu ungefährlich hier in dieser Situation da am langen Pfosten. Unter sich den Ball zum Abschluss zurecht. Wir haben noch etwas mehr wie 3-4 Minuten, denke ich mal, zu gehen hier. Nur das langer Ball in Richtung Pavlidis. Der gewinnt das Kopfballduell, will die verlängern, aber keiner da. Turanus, Botmann, Dresevic, Haik, Dresevic, Botmann, Fehlpass, Naneli. Setzt sich da durch. Naneli ist auf der Seite, hat Platz. Und in der Mitte ist halt keiner. Die Flanke kommt zwar, aber da ist nur Dresevic, der da klärt. Auch Van Berg geht noch was. Nachspielzeit. Nochmal der Konter für Herrenfeen. Ejuke nochmal zurückgelegt. Halilovic. Van Rijn. Halilovic. Nein. Dann ist auch hier Schluss in Tilburg. Und auch diese Partie zwischen Wilhelm Tilburg und dem SC Herrenfeen endet torlos. 0:0. Schauen wir kurz auf die Statistik. Schüsse 7:5. Schüsse aufs Tor 3:2. Tilburg mit mehr Ballbesitz. Ja, denke ich mal, geht in Ordnung. Tilburg hätte das Ding auch gewinnen können. Aber gut, passt genau. Ich ist bei Herrenfeen besser. Ist auch okay. Nicht viel, aber immerhin. Tilburg aber mit mehr Ecken. Also die etwas spielbestimmte Mannschaft, würde ich sagen. Und dann würde ich sagen, beende ich das an dieser Stelle und dann sehen wir uns gleich im nächsten Spiel, was da lauten wird. PEC Zwolle zu Hause gegen Heracles Almelo. Aus dem Mac Park hier in Zwolle zur Partie PEC Zwolle gegen Heracles Almelo.
Die Partie wird geleitet ganz vorne von Danny Makiele, dem jungen Schiedsrichter. Und dann schauen wir mal rein, tabellarisch, beide Teams, ja, Mittelfeld. Amelo auf der 8, sehen wir es auch nochmal, und Zwolle auf der 15, also für Zwolle ein Spiel eventuell gegen den Abstieg, was sehr wichtig werden könnte. Und da ist Desas im Fokus, der Mann aus Amelo, denn er scheint der beste Torjäger in der Ehrendivisie zu sein aktuell. Mal schauen, ob er heute dann Dorst diesbezüglich sich auch einen weiteren Treffer auf der Liste gut schreiben kann. Die Mannschaften begrüßen sich, Shake Hands natürlich auch in Niederlanden vor jedem Spiel gang und gäbe. Ich würde einfach gerne mal auf die Aufstellungen beider Teams schauen mit euch zusammen. Wenn wir sie dann gleich mal eingeblendet kriegen, finde ich das sehr nett von der Regie. Oder auch nicht, das Publikum ist da, doch, da kommt die Aufstellung endlich. Michael Zetterer, den kennt man noch, von Polen, Lamm, Kersten, Nakama, Pahl, Amos, Rieder im 5-2-1-2-System. Der Nati, auch den kennt man noch, also den einen oder anderen Deutschen spielt dann doch hier in den Niederlanden. Die Gäste aus Almelo mit Blaswig im Tor, mit Volkers, mit Pröper, mit Knöster, mit Harderwald, mit Van der Vater, mit Kiumund Troklu, mit Merkel in einem 4-4-1-1-System. Mit Junior, mit der saß da vorne dann drin im Sturm. Und damit kann es losgehen. Willkommen und auf geht's. Das Bölle stehst an, in Blau und Weiß von links nach rechts. Über Hammer im Spielaufbau auf Strieder, der sucht, findet aber erstmal nur Mauro Junior von der Water. Kimi Roxhüter ist Desas, der Stoßstürmer von den Gästen aus Almelo, die in Schwarz-Weiß agieren. Desas, Kimi Roklu. Nochmal Desas nach außen gelegt, das ist von der Water. Kimon. Kio Monroglu, Merkel durchgeschickt, der ist der saß, legt nochmal ab und Van Doyen klärt da. Pröper ist dazwischen, gibt Einwurf für die Gäste aus Amelo, die eigentlich einen sehr starken Beginn haben. Merkel sucht einen Spieler, der legt den Ball am Hammer, der auf T, der zurück bei Hammer, der auf Van Polen, auf Lamm, auf Strieder im Spielaufbau der Gastgeber, über Clement, über T, das ist Van Polen, Lamm, Hammer, T, Clement, Van Deunen, sucht eine Anspielstation mit der Finte, gut gemacht, das ist Clement, der könnte mal abziehen, wird geblockt von Knöster, Clement nochmal abgelegt, T kommt nicht ran, Pröper klärt, auf Prölkers, über Druck gesetzt von Van Doyen, legt ab auf Pröpper, der mit dem weiten Ball in die Mitte. Lamm ist dazwischen, wichtig gemacht gegen Merkel da. Lamm auf T. T findet, da passt jetzt Mut des Abspiels, legt zurück. Van Polen nochmal T, nochmal Van Polen, dann am Ball. Die Flanke ist nicht schlecht, Kopfball gelegen, mit Pröpers klärt er per Kopf. T aber nochmal, nochmal Van Polen. Über die Seite nochmal die Flanke, die ist wieder nicht schlecht. Volkers muss erneut klären gegen Van Doyen. Van der Water, Kimi Roklu, das ist Mauro, also Mauro Junior, auf Merkel, der auf Burzog, der kriegt den, Burzog könnte flanken, macht das auch, da ist Desas, der kriegt aber den Ball nicht unter Kontrolle und es gibt immerhin Eckball, meine ich, wenn ich nicht verschaut habe, ja, gibt den ersten Eckball für die Gäste aus Almelo, den bringt Alexander Merkel von der Seite da. Der Eckball Merkel ist sehr weit gezogen. Kimi Roklu, Mauro Junior Kopfball und der ist nicht schlecht aus 16 Metern. Puh, erste Aktion hier im McCree Park. Der Kopfball dann doch guten Meter, ein, zwei Meter da einfach vorbei, aber immerhin mal die erste Offensivaktion für die Gäste. Etc. im Tor der Gastgeber wird den Ball wahrscheinlich jetzt langschlagen. Ja. Die Kopfball-Duell gewonnen. Die beiden kennen sich ja noch aus Bremer Zeiten. Rodun ist aber dazwischen. Aber Lamm auf Clement, auf Hammer, auf Clement, der zurück.
für Strida da. Ein Spielaufbau, der wartet, findet Pal. Wieder Strida. Clemens, schlechter Ballmeckel dazwischen. Mauro Junior auf Dessas. Auf Merkel, auf Kimi Roglu, Mauro Junior, Kimo Troglu, Breukers, Van der Vater, wieder Breukers setzt sich da durch, könnte flanken, tut das auch, Kersten dazwischen. Pal, Clement noch vor dem Mann da am Ball. Und Pal, dann kam Nakayama, etc., dann kam Maya, Pal, kann man ja ein Spiel aufbauen, geht auch nicht so viel zusammen bei den Gastgebern aus Zwolle. Langer Ball von der drauf Lamm, der nach außen auf Hammer, der mal auf Van Polen, wenn was geht, dann vielleicht über ihn. Hammer auf Clement, Clement, das ist Van Deunen. T läuft, aber bekommt den Ball nicht, weil Pal den Ball bekommt auf der Seite. Pal, Pal, ablegt sich das schlechte Ball, Kiyomutu ist dazwischen. Wieder Kiyomutu Troglu, wer auch immer. Mauro Junior am Ball mit dem nächsten Ball nach außen auf Burzog. Burzog zurück auf Mauro Junior. Das ist Desas, der junge Stürmer. Also ich weiß nicht, ob er jung ist, ist auch gerade egal. Junior, Kimi Roglu, Merkel, Mauro Junior zurückgelegt. Das ist Breukers da, der geht in die Mitte. Das ist Desas, der hat Raum vor sich. Könnte mal was machen. Ist in der Box von der Vater. Breukers. Breukers, Kimi Roglu, Mauro Junior, Breukers, gut auf Mauro Junior, er geht nochmal zurück, Van der Vater, Kio Troglu nochmal Van der Vater in die Mitte gelegt, nochmal zurück, Van der Vater, das scheint ich hier wirklich was zu werden, da, nein, dann ist hier Halbzeit, und auch hier steht jetzt in der Halbzeit im McCree Park in Zwolle 0-0. Damit gehen wir auch hier rein in den zweiten Durchgang und schauen, ob wir noch was geboten bekommen. Die Gäste sind stoßen an, die jetzt den Schwarz-Weiß von links nach rechts spielend. Halderwald, Burzorg, Knöster, Burzorg, Gott, Merkel, Entschuldigung, Burzorg, Merkel, wieder Burzorg, das ist die Möglichkeit zur Flanke, aber er nutzt sie nicht. Hammer dazwischen. Auf Van Polen, der wieder für Hammer, der ist ein bisschen weit gespielt, aber er kommt gerade noch ran. Legt ab auf T, der wieder auf Hammer, dafür passt dabei. Nochmal T. Der auf Hammer, der hat jetzt Platz über die Seite, ist durch. Hammer, nur in der Mitte wartet nicht wirklich jemand. Dann kommt trotzdem, da ist der Ball auf Pal. Schöner Volley und Blaswig muss zum ersten Mal wirklich eingreifen. Gute Aktion in der 55. Minute hier. Kersten. Kersten. Hammer. Hammer abgelegt. Clement. Clement. Zurückgelegt. Hammer geblockt von Knöster. Und gut so erklärt. Ein Wurf für Zwolle, die jetzt zu Beginn des zweiten Durchgangs wird deutlich stärker werden, ist der Wechsel jetzt auch bei den Gastgebern. Und auch bei Almelo gibt es den ersten Wechsel. In dieser Partie. Das Santos ist dabei Almelo gekommen, meine ich. Und Seimark für Clement auf Seiten von Zwolle. Das Santos genau für Burgzorg bei Almelo. Apropos Zwolle, die kommen mal über Van Deunen, der ist in der Box. Lach ablegt, Pröpper! Kriegt den Fuß noch dran und klärt. Akamania, Strider, Fehlpass, Mauro Junior auf Kio Motroglu, auf Breukers für Junior, aber Seimak ist dazwischen. Wieder Strider auf Van Deunen, auf Strider, auf Hammer, 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 auf Van Polen, auf Seimark, Seimark nochmal rausgelegt, von Polen Ball in die Mitte, Blaswig kann den Ball nur abklatschen, aber Kimi Roglu klärt. Van der Vater, Striede, Pal, sind die jetzt gespielt, noch keine Tore, Pal, nochmal Pal, Strieder wieder, Van Deunen, aber im zweiten Durchgang hat hier jetzt Wolle eindeutig die Überhand gewonnen.
Und eine Führung wäre langsam sicher mal verdient. Van Doinen, T. Strieder. Nach außen, da ist jetzt Platz für Palin. Nochmal zurück. Strieder. Strieder auf die Bahn, auf Palin. Nochmal Strieder. Seimark, aber. Van der Walter und Kimura klären da ein paar Bund. Mr. Wechsel, Viertelstunde noch zu gehen. Bei Almelo, da geht Merkel raus, sehe ich. Dafür kommt Osman in die Partie. Während wollte den nächsten Angriff versucht aufzuziehen über Strieder. Auf Pahl, der kriegt Platz. Flanke kommt. Knöster vor T. Dos Santos. Auf Mauro Junior, auf Dos Santos. Auf Osman. Osman für Halderwald. Der für Dos Santos. Halderwald. Auf Pröpper. Langer Ball nach außen auf Van der Water. Der kommt auch an. Der könnte mal vielleicht flanken. Der liegt nochmal zurück. Breukers. Breukers. Der könnte flanken. Auch. Hat auch Platz genug. Aber liegt. Läuft sich fest und weiß nicht, wen liegt. Liegt zurück auf Knöster. Der auf Pröpper. Der. Auf Junior, der auf Halderwald, der auf Mauro Junior, der liegt ab für Kamil Boglu, nochmal Mauro Junior, Dessers, Mauro Junior durchgesteckt, das ist Osman und das ist 1-0 für Heracles Almelo. 87. Minute und die Gäste aus Almelo führen nach einem schön gespielten Angriff, nachdem sie viel den Angriff ruhig ausgespielt haben, viel Zeit haben, machen sie das Tor und gehen hier in der 87. durch Osman. Mit 1-0. In Führung. Ich wollte gerade schon eine Ankündigung machen, dass ich dieses Spiel auf Weltklasse runterspiele von der Schwierigkeit, weil so wenig passiert. Werde ich glaube ich trotzdem machen. Aber gut, Mohamed Osman mit dem 1-0 in der 87. Minute für Heracles Almelo. Zwolle jetzt nochmal 3-5 Minuten Zeit, hier nochmal was zu probieren. Geht noch was. Kersten, das ist eigentlich jetzt der falsche Weg. Hammer. Hammer, langer Ball. Im Abseits ist Seimark, eigentlich der Mann, für den der Ball da gedacht war. Zeit läuft schon. Knöster wird den Ball wahrscheinlich jetzt lang schlagen. Ja. In Richtung Vinicius Junior. Mauro Junior, der bekommt den Kopfball. Miroglu, Osman, nochmal Mauro Junior. Langer Ball nach außen. Dos Santos kriegt er den noch. Gegen Hammer, er kriegt den noch. Dos Santos, gut gemacht. Die Flanke ist auch nicht schlecht. Aber, da kann man erklärt. Strieder versucht es nochmal. Dann ist hier aber Schluss. Nach 93 Minuten und Heracles Almelo gewinnt dieses Spiel aus der 2-Pack-Zwolle mit 1-0. Und das geht, würde ich auch sagen, mit der Statistik in Ordnung. Ja, ein bisschen Ballbesitz gehabt, okay, aber gut. Und dann würde ich sagen, war es das für diese Partie. Und dann sehen wir uns im nächsten Part im Philips Stadium in Eindhoven zur Partie des PSV Eindhoven gegen den FCM. Bis dahin, ciao. Hier in Eindhoven zur Partie des PSV Eindhoven zu Hause gegen den FC Emmen. Tabellarisch der PSV auf Platz 4, der FC Emmen auf Platz 12. Muss der PSV also hier heute eigentlich zu Hause gewinnen um den großen Dreien, nämlich Feyenoord, Ajax. Immerhin ist es einmal tabellarisch eben und dem Tabellenführer da weiter oben dran zu bleiben. Jetzt würde ich nochmal ganz gerne eigentlich von der Regie einen Blick auf die Aufstellungen bekommen. Hoffentlich tun wir das auch gleich noch. Nämlich jetzt der PSV mit Unterstall im Tor, mit Dumfries, mit Schwab, mit Werke, mit Rodriguez, mit Erden, mit Rosario, mit Hendricks, mit Garku, mit Thomas und mit Lammers da. In einem 4-4-1-1 System. Und die Gäste aus Emmen, der Aufsteiger,
denke ich mal, etwas defensiver hier heute angehen. Gehe ich mal von aus, oder? Schau mal rein mit Tillingham, mit Bill, mit Araujo, mit Heilen, mit Burnett, mit Regi, Chacon, Nicola, Pina, Kirim Frey, vielleicht jemand, den man kennt. Und Deloy in einem 4-2-3-1. Ja, jetzt nicht defensiver, als ich gedacht habe, aber okay. Und damit würde ich sagen, können wir nach der Ansprache jetzt hier auch nochmal das FCM jetzt nochmal eingeschworen haben auf diese Partie. Mit dann die Partie so langsam eröffnen. Sieht's aus, Lamos steht am Anschlusspunkt bereit und wird die Partie in wenigen Sekunden eröffnen. Was genau jetzt der Fall ist, und damit auf geht's. Thomas auf Hendricks, auf Schwab im Spiel. Aufbau nochmal Thomas. Hendricks. Hendricks für den PSV auf Yataren. Fehlpass. Der Leute dazwischen. Hendricks gibt den Ball zurück. Ist der Ball. Lammers. Lammers. Und noch Lammers da am Ball. Der Hacke zurückgelegt auf Dumfries. Auf Yataren. Auf Rosario. In die Box hinein. Thomas immer rausgelegt. Yataren. Flanke kommt nicht. Setzt sich durch. Zurückgelegt. Hendricks legt nochmal quer. Thomas geblockt. Thomas nochmal 1-0. 7. Minute, ganz frühe Führung. Hier für den PSV Eindhoven, und das war so eigentlich. Und so ist es, die ganz frühe Führung hier für den Favoriten zu Hause. Nach dem ersten Mal gemacht ist der zweite Ball. Der Keeper sieht auch nicht gut aus, kommt nicht mehr ganz ran. Und damit die ganz frühe Führung hier durch Ryan Thomas. Jetzt die Frage, wie geht denn jetzt der FCM auf diesen frühen Rückstand? Über Haira, über Chacon, Peña, langer Ball für Frey, der ist im Abseits. Ich schaue nochmal nach, ist es das wirklich? Knapp, aber ja, würde ich sagen. Und dann Schwab mit dem langen Ball für den PSV. Über Lammers das Kopfballduell. Thomas legt zurück auf Hendricks. Und Rosario. Ja, der dann auf Thomas. Auf Dumfries. Dumfries. Dumfries Flanke, Hendricks kommt nicht ran. Da hinten ist aber Rodriguez, der nochmal am Ball ist, über die linke Seite oder nochmal heiß machen könnte. Nochmal ab, Hendricks in die Mitte. Gakpo zugleich Rosario, das ist Gakpo, der zieht mal ab. Nächstes gutes Ding, knappes Ding über dem Kasten für die Gastgeber aus Eindhoven, die hier ganz klar eine Viertelstunde diese Partie bestimmen und hier ganz klar machen, wer denn Herr im Hause ist. Kohlage mit dem Kopfball für die Gäste. Haidaran, Rosario ist aber gleich dazwischen. Gakpo mit dem nächsten Ball. Rosario. Berger nach außen. Burnett klärt da erstmal für den FCF. Über Frey, jetzt kommt die mal. Versuchen es mal selber nach vorne. Frey. Frey, Ballverlust an Dumfries. Burnett. Chaco, Hai, Yare, langer Ball auf Kola, der kommt aber nicht ganz ran, weil er unerscheinend mitspielt und den Ball gut abfängt. Langer Ball für Lammers, ich kann gut über Kopf für whatever. Hai, Yare auf Biel, auf Kola, Biel, Flanke kommt, Chippers war es eher, und Gakpo gewinnt den Ball. Gakpo sucht wieder Schwab im Spielaufbau. Wieder Gakpo für den PSV. Auf Rodriguez. Gakpo. Hendricks mit ein bisschen Platz. Da ist Ausplatz für Rodriguez. Der bekommt den Ball. Setzt sich durch. Kann er die Flanke bringen? Ja, in der Mitte ist Lammers. Aber ich kann, weil auch Raujo klärt. Rosario nimmt den Ball gleich wieder auf. Und es geht gleich weiter. Wieder auf Rosario. Wieder Hendricks. Hendricks geht da nicht vorbei an Peña und Haira klärt erstmal. Schwab aber gleich wieder auf Rodriguez und der Hendricks direkt auf Gakpo. Das geht gleich wieder zurück in die
andere Richtung. Im Moment ist das deutlich Einbahnstraßenfußball hier im Philipsstadion. Alpenia vielleicht jetzt mal die Option eines Konters für die Gaswitch geht. Kola hat da mal ein bisschen Platz. Setzt sich nicht durch gegen Rodriguez. Und somit keine Gefahr. Und zwar mit dem langen Ball, der die kriegt Gakpo sogar noch, hält die Ball im Spiel stark gemacht. Und der Ball findet Hendricks, dann wieder Gakpo, der setzt sich dadurch auf der Seite, wird dann weggegrätscht von Will und der versucht den nächsten Angriff für die Gäste einzuleiten. Über Kola, über Hayarei, Penja jetzt der Ball auf Kola, der kommt diesmal in Rodriguez wieder nicht ganz an, weil Rodriguez den Tagen schneller ist. Setzt sich da gut durch, klärt. Hendricks gewinnt den Kopfball, Gakpo ist am Ball, hat jetzt wieder ein bisschen Platz auf der rechten Seite. Und dann ist der Ball in der Mitte auf Hendricks, nochmal Gakpo. Der will Lammers anspielen, aber Hayarei ist dazwischen. Und dann ist hier auch schon Halbzeit zwischen dem PSV Eindhoven und dem FCM. Der PSV führt mit 1:0. Hier zur Pause, was, denke ich mal, so eigentlich völlig in Ordnung geht. Und damit gehen wir dann rein in den zweiten Durchgang. Die Person mit 69% Ballbesitz, also deutlich spielbestimmende Mannschaft hier. Das geht völlig in Ordnung. Und damit gehen wir rein in den zweiten Durchgang und schauen, ob der FCM jetzt noch etwas zu retten versucht oder noch was entgegensetzen kann. Über Biel. Aber der Ballverlust über Gakpo, über Hendricks, wieder Gakpo. Der setzt sich da mal durch, hat jetzt ein bisschen Platz, sucht dann in die Mitte auf Hendricks. Der findet Aurelio, der noch klärt, vor Lammers war es, glaube ich. Und der nächste Versuch zu klären, aber Hendricks ist sofort dazwischen. Der PSV ist hier drückend überlegen. Gakpo, Lammers, Aurelio klärt auch diesen Ball wieder stark. Und Bill mit dem langen Schlag. Also es deutet sich also, das 2-0 ist eine Frage derzeit. Über Ihattaren abgelegt auf Thomas. Thomas gegen Heilen durchsetzt die Flanke. Jetzt fällt als Lammers, der den Kopfball aber nicht ganz drücken kann. Der erste Wechsel bei den Gästen, ja, bei den Gastgeber. Eckball gibt es hinterher von Bruma. Dampfuß kommt nicht ran und Aurelio klärt auf Chacon und Jansen und Kola und Burnett haut aber den erstmal raus. Nach einer Stunde in dieser Partie. Der PSV macht aber gleich weiter über Thomas. Über Ihattaren, über Bruma. Bruma findet Thomas, der liegt wieder aus auf Bruma, der legt zurück. Rodriguez, Ihattaren, das ist Bruma, setzt sich da durch, behält den Ball, Blanke wird von Ihattaren abgeblockt, vom eigenen Mann. Und Bill über Peña, vielleicht jetzt mal eine Chance zum Konter. Peña, guter Ball auf Jansen. Jansen setzt sich durch, Vorteil, Jansens Ball in die Mitte, aber Schwab und Dumfries klären. Unterstall auf Schwab, Dumfries, Hendricks, Rosario, Hendricks, Rosario, auf Dumfries, Rosario, Thomas, Burnett dazwischen, Thomas, Ihattaren, Rosario, Hendricks, Larsen, Heilen, Burnett, Heilen, wieder Burnett. Langer Ball. Ihattaren, Rosario, Dumfries, Hendricks, Hendricks auf Thomas, auf Hendricks, auf Dumfries, auf Thomas, setzt sich dadurch, nochmal zurückgelegt mit der Hacke, Rosario, Lammers, Thomas zieht ab, den Gamm stark und Bühl klärt.
Peña. Jansen, Peña. Kula, Jansen. Jansen, der zieht mal ab, aber ohne Stahl, ohne Gefahr. Hendrik, Thomas, Ihataren, Bruma, über die Seite, Bruma, noch 3 Minuten plus minus hier, Bruma dazwischen, Kula, Bill, Kula, Lawson, langer Ball, Bönet, Jansen, dazwischen von, lieber nochmal der lange Ball für Thomas, aber Thomas gibt nochmal Einwurf für Emmen. Und jetzt nochmal der Wechsel, Hendricks geht da raus, würde ich sagen. Burnett nochmal Einwurf, Chaco, Burnett, gut, jetzt gekommen, dann ist hier Schluss. Und am Ende gewinnt der PSV Eindhoven völlig verdient hier zu Hause mit 1:0. Das geht völlig in Ordnung. In dieser Partie. Damit gehen wir hier nochmal den aufs Tableau. Schüsse 5:1, Schüsse aufs Tor 3:1, 44% Ballbesitz, also. Das ging hier völlig in Ordnung, dieser Heimsieg für den PSV Eindhoven. Und dann sehen wir uns gleich im nächsten Part, im nächsten Spiel. Bis dahin, bis gleich, ciao. Galgenwart hier in Utrecht zur Partie des FC Utrecht gegen Vitesse Arnhem. Die Partie des Tabellensechsten gegen den Tabellensiebten steht heute an. Ein Spiel, in dem beide Mannschaften um Europa mitspielen wollen, mitspielen können und von daher diese Partie gewinnen müssen. Utrechts Aufstellung, gehen wir gerade mal schnell rein. Mit Peterson, mit Baas, mit Kerk, Van de Streek, Gustafsson, Maher, Hoogma in einem 4-3-3. Mit einem Sechser und 2 Achtern davor. Und dann schauen wir noch mal, wie die Gäste aus Arnhem hier auflaufen. Die Gäste über Pasreja, über Dasa, über Toki, Obosi, Brennet, Basor, Matausch kennt man noch. Könnte auch in die Richtung gehen, ja. Ist ebenfalls ein 4-3-3. Also zweimal das identische System, das hier heute antrifft. Und damit ist es eigentlich angerichtet hier in Utrecht. Und damit stoßen wir an Utrecht in Rot und Weiß, von links nach rechts die Gäste aus Arnhem in Gelb und Schwarz, traditionell von rechts nach links. Die gewinnen gleich mal den Ball über Matausch, über Basor, über Tanam, Ballverlust an Guevara, Pedersen, Guevara in den Lauf auf Van de Streek. Und der holt den ersten Einwurf raus nach gut 5 Minuten. Peterson, flache Hereingabe ab Bas, kommt nicht zum Abschluss. Urubiso blockt, es gibt Elfmeter. Nee. Abseits gepfiffen, glaube ich, in dieser Phase. Ja. Abseits sagt aber, naja, nicht wirklich, aber okay. Und damit schauen wir, was noch passiert. Danilo, Spielaufbau auf Bero. Der findet Tronstadt. Dann Maria kommt nicht ran. Kamara, Guevara dazwischen. Petersen. Petersen, guter Ball auf Abbas. Abbas. Abbas geht vorbei. Gut gemacht gegen zwei. Da kommt durch die Ablage. Bero klärt. Und Matausch mit dem Anspiel gibt Freistoß für den FC Utrecht. Den wird Maher bringen, der ist direkt und Pass war ja ohne große Probleme. Der Abschlag für Matausch, ne, kommt nicht ran, jemand will, dann ist das.
Gustafsson, Kerk, Maher, Van de Streek, Petersen, Guevara, Van de Streek, Abbas, auch mit mehr wollen Tor. Und Nachschluss Petersen 1:0. Nach einer Viertelstunde für den FC Utrecht. Die jetzt auch jetzt in Führung gehen. Das Publikum hier im Galgenwart freut sich und jubelt. Und damit ist das dann die Führung durch Christopher Pedersen. Wie reagiert jetzt das Arnheim auf diese Partie? Linsen plötzlich durch. Auf der Seite Kleiber klärt. Kerk. Gustafsson, Kerk. Dreht nochmal zurück, klickt ihn ab, zurück auf Emanuelsson, der im Spielaufbau mit Hoopmaa mit Guevara, Maher, Van de Streek, Maher, Ballverlust an Matthäus, der jetzt mal auf Linsen, der wieder für Matthäus, der steckt durch auf Bero, der findet nochmal Linsen, Linsen, Doppelpass der beiden, da außen ist jetzt Platz, aber Kleiber ist da mit bei und gibt so den nötigen Einwurf für Arnhem. Brennett beim Einwurf zurückgeworfen für Obiso, der auf Bero ins Zentrum, der findet Basor, der hat jetzt Platz, legt ab auf Trons, da der kann sich aber gegen Kerk nicht durchsetzen und Kerk geht noch hin, gibt den Eckball. In der 29. Minute. Danane, Eckball ist nicht schlecht. Kopfball, Tor. Hoopmaa mit dem 1:1 nach einer halben Stunde. Nach diesem Eckball ist es Hoopmaa, der Wurzpfosten zum Kopfball hochsteigt und den Ball zum durchaus überraschenden Ausgleich in dieser Situation einköpft, denn dieser Eckball war die erste Offensivaktion, die Vitesse Arnheim hier heute hatte. Und es war Brian Linsen, zwar gleich Hoopmaa, es war Brian Linsen, der Kapitän, der da zum Ausgleich einnickt. Und damit muss Utrecht wieder aufpassen. Gustafsson, langer Ball für Petersen, aber da sah dazwischen. Tanam, Basor, Bero, auf Linsen, Tronstad, Matthäus, Basor, Matthäus. Linsen raus auf Brennett, die Flanke, Kopfball bei Matthäus und der fliegt durch den Fünfer, aber keiner kommt ran und Guevara klärt. Die Flanke kommt, aber Kleiber klärt da. Auf Abbas, Van de Streek, Birone, Obispo, Bero, Abasoa, Marausch kommt nicht rein, weil Söter zur Stelle ist. Emanuelsson beim Aufbau auf Gustafsson, Emanuelsson, Kleiber. Gustafsson, wieder Kleiber, auf Gustafsson Doppelpass, Gustafsson will Kerk schicken, aber Brennett dazwischen. Bero, Linsen, Brennett, Linsen, Tronstad, Bero, Seitenwechsel, Tanane, Flanke kommt, Matthäus Kopfball kommt irgendwie ran, Linsen kommt auch nicht ran und dann pfeift er abseits. Von Linsen, ja. Als geplante Ablage pfeift er das, okay. Wenn ich zwar nicht so, aber gut. So geht mit dem langen Ball. Bero Kopfball nochmal da nieder und dann ist hier aber Halbzeit in
Utrecht 1:1 zwischen Utrecht und Vitesse Arnhem. Und damit gehen wir rein in den zweiten Durchgang und schauen, was uns hier noch erwartet in Utrecht. Man hofft vom Anstoß auf Tronstad, Bero, Tronstad, Obispo, Bero, Ablage, Basor, Bero, langer Ball nach außen. Tanane, gut dazwischen, Mönstrek, Hochmar klärt erstmal Richtung Abbas, der die Kopfballablage findet, aber nur Bero. Der wieder auf Tronstad, der wieder für Bero, der liegt raus auf Tanane. Tanane über die rechte Seite könnte flanken, wenn er Platz hat. Geht jetzt vorbei, jetzt hat er noch mehr Platz, könnte flanken. Geht bis zur Grundlinie runter, bringt dann Flanke, Kubara blockt, gut gemacht. War so, nochmal Tanane, nochmal die Option zur Flanke. Wieder geblockt, diesmal von Van Distrik. Und Pedersen, kennt ihr mal den Daza. Danke, nochmal geblockt, der Ball kommt aber zu Basor, der legt nochmal ab. Daza auf Bero, auf Tronstad, auf Basor, der ist in der Box drin, legt nochmal raus, dann mit der Hacke ins Seiten aus. Einwurf Pedersen auf Hogmar, auf Kuvara, Pedersen, Van Distrik, Maher, langer Ball für Kerk, der kriegt ihn nicht. Und dann der Wechsel da bei Vitesse und auch bei Utrecht. Also beide Wechsel. Ramsler kommt für Van Distrik bei Utrecht und Dico kommt für Matthäus bei Vitesse Arnhem. Dann schauen wir mal. Ramselal, Kopfballablage, Guevara, Pogma, Gustafsson, Kleiber, langer Ball auf Kerk, der kommt auch an, Kerk, Kerks Flanke, Obiso klärt Bero, Brenet, Obiso klärt Linsen, Tronstad, Basor, Tanane ist da, Guevara, Pedersen, Ramseler, auf Guevara, der hat jetzt Platz. Guevara, Pedersen nochmal auf Guevara. Guevara, Flanke kommt nicht, weil Bero blockt. Und dann Nilo und Obispo. Und dann ist Abbas plötzlich da, Pedersen, Guevaras Ball, Abbas Volley geblockt von Danilo. Bero, Danilo klärt. Maher, Pedersen, Guevara, Abbas, Guevara, Guevara ist durch, Guevara, Guevara, Pass leer, pariert das Ding stark und Danilo klärt. Gustafsson, nochmal Basor, Daza, Bero, Daza, Basor, Daza, langer Ball, Tanane, nee, doch nochmal Daza für Tanane. Aber Guevara klärt per Kopf. Pedersen. Maher. Ramseler. Guevara. Ramseler. Maher. Pedersen. Aber Daza ist dazwischen. Und der erste Wechsel. Die 83. der Wechsel, Daza, Basor, Pedersen, Pedersen in der Box, Pedersen zieht mal ab, aber Passwehr ist da. Das wäre langer Ball. Dico, Maher, Manuelsson, Van Derem, Maher, Ramseler, Maher, Van Overem. Abbas, aber gab Schluss zu weit weg. Nächster Wechsel für Utrecht, letzter Wechsel. Da kommt Ball weg für Abbas. Pass wäre langer Ball. Ball weg nochmal der Ball von Oberheim, aber gibt das Foul.
Obispo mit dem langen Ball. Dico kommt nicht ran. Emanuelsson mal hier. Van Overem. Ramsela, Balbeck, lässt wieder vorne, der zieht ab. Pass war. Pariert das Ding ganz stark in der Nachspielzeit. Boah. Eckball mal her. Der ist nicht schlecht. Danilo klärt. Und dann ist hier Schluss. Und Utrecht und Vitesse Arnhem trennen sich 1:1. Und dann beende ich den Part an dieser Stelle, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Spiel. Bis dahin. Het Castel in Rotterdam zum Derby zwischen Sparta Rotterdam und Feyenoord hier an diesem 27. Spieltag in Jahren. Wir schauen mal, ob wir noch die Tabelle kriegen von den Kollegen, so sieht es nicht aus. Feyenoord auf 3, muss gewinnen, um da oben dran zu bleiben an Ajax und Alkmaar. Sparta auf 11, natürlich wollen die mit dem Sieg sich weiter ins Mittelfeld der Tabelle heranschieben. Spiel im Fokus ist Berkus bei Feyenoord, Top-Torjäger zusammen mit der Satz von Herakles Almelo mit 15 Treffern ganz oben mit dabei. Wieder das obligatorische Shake Hands, ja, noch das Fair Play und damit würde ich gleich sagen, gehen wir einfach rein. Das sind die Aufstellung, wenn ich mir noch schnell an schauen wollen von beiden Clubs. Deshalb haben wir noch die uns noch einblendet. Ja, jetzt die Sprachkarte damit. Harusch im Tor, Waters, Friends, Matteo, Dante, Rigo, die man schon kennt, ist mir jetzt auch sagen, in einem 4-1-3-2 System. Ragnar, den Deutschen kennt man auch da vorne drin. Das war's dann, würde ich sagen, bei Feyenoord vielleicht schon ein bisschen mehr mit Hab, Würzig, mit Berkius. Ich guck hier mit Wolf, mit Fair in einem 4-3-3. System. Und dann gehen wir rein, auf geht's. Sparta stößt an zu Hause in Rot und Weiß. Von links nach rechts. Übers Metz. Über Rahi, der Ball ist mir jetzt, aber da ist zu weit dazwischen. Malaka, Kuku, oder Kuchi, Malazia wieder. Kriegt sich da durch, bringt den Ball dann schön auf Kuchi, liegt zurück für die White Fair, auf Bilzenik, der weiter auf Tonstra, der wieder auf Fair, der wieder zu Tonstra, der liegt in die Mitte rein, da ist Bilzenik, der Pass abgefangen. Sparta kann erstmal klären. Aber wieder Kukci für Feyenoord, die eine starke Anfangsphase hier spielen. Berkius will durchstecken, aber Matthäus dazwischen. Ligo. Und dann versucht hier Sparta erstmal zu Hause durch den Ballbesitz reinzukommen. Über das Metz. Und Friends, aber Ballverlust ab. Links. Aber Fortes ist dazwischen, kann ihn ablaufen. Und klärt auch diese Situation hier nach 12 Minuten, also noch nichts Interessantes passiert. Anderweitig, Ragnar Ache jetzt mal für Sparta Rotterdam. Nein. Oettingen und Gastrop. Man könnte mal mit dem Real-Life-Fußball kurz sprechen, denn gestern am 16., also für mich gestern am 16. Mai fand der erste Geisterliga-Spieltag in der deutschen Fußball-Bundesliga statt und ja, ich weiß nicht, wie es euch damit ging, aber ich fand es befremdlich. Also ja, zum einen Seite war es schön, klar, man hatte ein bisschen Normalität, es war ein normaler Samstag eigentlich mit Fußball und alles gut, ja, aber irgendwo ist es dann doch befremdlich, in die großen Stadien zu schauen, einfach keine Fans da zu sehen, nichts halt wie Sau. Es hat für mich immer so einen Testspielcharakter, aber schauen wir mal gerade auf den Schuss. Die erste Offensivaktion von Feyenoord Rotterdam von Tonstra, der hier mal abzieht. Der Ball aber geht gut, 1,5 Meter da am Kasten. Vorbei.
Genau, es hat so ein bisschen Testspielcharakter und das, ja, finde ich, macht für mich dann wenig Sinn, die Liga da so irgendwie dann mit fortzusetzen. Aber gut, ich könnte mal gerne eure Meinung, wenn ihr sie habt, in die Kommentare schreiben, auch eure Meinung zu den Ergebnissen, ob sie euch passen, ob sie was anderes erwartet habt am Wochenende. Und dann können wir das gerne mal besprechen. Malakias Flanke ist nicht schlecht, aber Arusch ein Tor ohne Probleme. 26 Minuten natürlich gespielt in Rotterdam, noch keine Tore zwischen Sparta und Feyenoord. Feyenoord ist aber die etwas offensiv bessere Mannschaft hier, die etwas spielbestimmendere Mannschaft, würde ich sagen. Wieder über Bertius, der sich durchsetzt. Du Matteo kann den Passweg zustellen und Faye kann nur lang leeren. Wie das Niveau fährt, dazu noch der lange Ball findet keine Station. Jetzt einmal Kutschü. Kutschü auf Harps. Tage zurück. Kutschü, aber Haru ist dazwischen. Er wird aber den Ball nicht wirklich los. Harps geht vorbei, legt nochmal ab. Bündelt sich, will aus dem abziehen, aber ihr Block gibt nach 35 Minuten hier immerhin den ersten Eckball für Feyenoord in dieser Partie. Feyenoord geht raus und sage, ist da, was kommt. Langer auf die kurze Pfosten geschlagen, aber Rai schießt den Mann an, von da gibt Abschuss, Bekius, bei dem ist nicht viel los, nur das Spiel, keine Tore, keine Schüsse, nichts im Moment vom Stürmer. Und zwar nochmal Eckball, okay, hätte ich jetzt auch nicht gesehen, aber gut. Bekius, nochmal, dieses Mal kommt der kurze Ball wahrscheinlich, oder? Ja, nein, doch nicht. Eckball ist nicht schlecht, aber Prinz klärt. Und dann ist Ache da mit dem Konter, vielleicht jetzt mal für Sparta Rotterdam über Ache wieder auf Auzoua, auf Fayet. Der schickt Auzoua, der hat jetzt mal Platz, er legt ihn sich vorbei, findet dann Ache und der scheitert. Bühne ist in der Mitte. Wieder Bekius auf Transfer für Feyenoord, auf Fair. In den letzten Viertelstunde mit insgesamt mit 50% Ballbesitz hier, also schon die etwas dominierende Mannschaft. Harps, Kujicki, das ist Musik, Abschluss. Der wieder knapp am Kasten vorbeischritt oder den Außenpfosten noch trifft hier. Also die erste gute Chance für Feyenoord durch Bützinik, den Stürmer, kurz vor der Pause in dieser Partie. Langer Ball jetzt da aufs Mails, der den Ball ablegt. Rigo, Matteo, Matej auf Vince, für Fortes, für Ahui, Fortes auf Ache, abgelegt, Auzoua, ist zwischen, dann klärt wer, und dann ist hier Halbzeit in Rotterdam, 0-0 zwischen Sparta und Feyenoord. Nochmal Steven Bergius im Bild, aber ohne Offensivaktion bislang, und dann statistisch, ja, Feyenoord mit mehr Ballbesitz und mehr Schüssen, also die etwas offensiv aktivere Mannschaft, und damit geht er dann rein in die zweiten Durchgang. Feyenoord jetzt immer noch in Blau und Schwarz, von links nach rechts, über Toonstra, über Sensi, Fair, Kukçu. Der Höhepaps, das ist Rigo, das ist Ache. Er sucht Smets, der versucht Soar zu spielen, da ist Außenplatz für Fayet. Er findet Ache, der legt nochmal ab. Der Abschluss von Smets, die erste Gelegenheit für den Gastgeber für Sparta Rotterdam hier kurz nach der Abkasten vorbei. Bio im Vorhofferner mit dem langen Ball für Bülznik. Kopfball verloren da. Konferenz, Rigo. Hui. Und Sensi ist dazwischen. Fair. Vielleicht jetzt noch was für die Gäste. Fair. Tonstra. Kutschü. Bülznik zurückgelegt. Fair. Nach außen. Guter Ball. Auf Kastorp. Kastorps Flanke. Aber Matej fährt.
Dann ist Aridag mit dem Kopfball und kann den Ball für Sparta vertreiben. Erstmal dicht machen. Das ist mir jetzt. Und zumachen. Außer. Das ist mir jetzt. Wieder außer. Langer Ball in die Spitze versucht. Malasia erklärt. Und Habs hält den Ball im Spiel. Lasse und Habs bauen. Ist ein wenig Angriff für Fehlmann jetzt auch. Über Fea, über Kukçu. Über Tonstra. Über Karsdorp, über Berkius, über Bütznik, weil in die Mitte, aber keiner da. Harusch im Tor von Sparta ohne Problem. Schlägt den Ball lang. Stunde rum hier noch. Nichts weiteres passiert im zweiten Durchgang auf die Chance von Sparta. Da kannst du anfangen. Sensei jetzt erstmal auf Bijo, der wieder auf Sensei, der den Spielaufbau über Fair antreibt. Karsdorp, Tonstra, Büttegin, Karsdorp, wieder Berkius. Aber da ist nicht wirklich eine Anspielstation da. Fair, Bütschü, der Ball versucht die Spitze, aber auch der ohne Ziel. Und Harusch kann den Ball so wieder lang wegschlagen. Tonstra gewinnt den Ball aber da. Karsdorp, jetzt vielleicht mal die nächste Gelegenheit hier. Nerfig wieder stärker. Berkius, Bütschnik, Berkius ist durch. Berkius könnte nochmal. Er legen will das auch, aber Matej blockt ihn herein, die Reingabe. Dann gibt es nochmal Eckball. Nach dem ersten Wechsel bei Sparta Rotterdam. Und auch bei Feyenoord gibt es den ersten Wechsel. Da kommt Jürgensen in die Partie. Eckball kommt von Bergius. Bei Sparta kommt Josten für Auswahl in die Partie. Feyenoord, Jürgensen für Bülznik rein. Das ist Habs, der könnte vielleicht mal, nee, findet Böttingen, der findet Fair, da geht mal ab zu Habs. Habs, gute Abwehr in die Mitte rein, Jürgensen, 1-0 Feyenoord, 75. Minute. Die, ja, verdiente Führung will ich jetzt gar nicht mal sagen, aber irgendwie ist für Feyenoord als hier für Sparta gut gespielt. Jürgensen geht gut umrum und nutzt dann die kurze Ecke, die Harusch ihm da lässt. Sehr gut aus. Zum 1-0. Für die Gäste. Nikola Jürgensen, der Joker, sticht. Feyenoord muss jetzt ja reagieren. Ganz klar. Sparta, Quatsch, nicht Feyenoord. Die Frage wird nur sein, wie werden sie es machen? Erstmal gar nicht. Und da ist Habs. Schöne Schusstäuschung. Abgelegt. Malasia sucht und findet eine Anspielstation. Nee, Habs. Malasia. Flanke kommt. Aber Rigo kann den Ball ablaufen und klären. Über Rahi. Über Faye. Richtung Losen. Aber Büttegin ist da auf Karsdorp. Wieder Büttegin. Der Karsdorf für Tonstra, der wieder für Böttingen jetzt. Fair macht Feyenoord hier ganz ruhig und entspannt. Berkius, Fair, Rigo ist dazwischen, aber Tonstra bleibt dabei. Kiyuchi, Habs, jetzt geht zu schnell, Jürgensen. Da außen ist wieder Habs, der könnte mal flanken. Nee, doch, jetzt kommt die Flanke da hinten an langen Pfosten. Kommt der Ball zu, Tonstra, Pfosten, Jürgensen, 2-0. 89, das ist die Entscheidung. Doppelpack von Nikola Jürgensen, der hier im Derby der Tonstra erzielt. Das war gut gespielt, die Flanke von Abschlussfeld da hinten ist dann der Ball an den Pfosten von Tonstra. Auch den kann er da vielleicht schon mal machen. Und dann hat Jürgensen natürlich kein Problem, den Ball aus 3 Metern da ins mehr oder weniger halbleere Tor abzustauben. Damit sein zweites Tor in dieser Partie. In der 89. Minute. Und damit ist diese Partie entschieden und gibt es nochmal oben drauf. Rahi nochmal versucht, aber nochmal zurückgelegt. Keine wirkliche Offensivaktion. Vaitonza nochmal dazwischen. Matteo feiert und ist hier Schluss. Derby bei Sparta.
Jürgen und sein Doppelpack natürlich. Der Mann des Spiels. Dann würde ich sagen, beende ich hier in dieser Stelle dieses Spiel und dann sehen wir uns gleich aus der Johan Cruyff Arena in Amsterdam zur Partie Ajax Amsterdam gegen Twente Enschede. Bis gleich. Zur Partie Ajax Amsterdam gegen Twente Enschede. Die Johan Cruyff Arena, wie ich finde, eines der schönsten Stadien, die wir in den Niederlanden haben. Und ein sehr imposantes noch dazu. Ich freue mich sehr, hier heute Gast sein zu dürfen mit euch. Wir schauen Ajax Tabellenführer gegen Twente Tabellenplatz 14. Nachdem aber Feyenoord eben gewonnen hat bei Sparta Rotterdam, heißt es heute oder jetzt für Ajax natürlich nachziehen. Denn im Moment sind es nur noch 3 Punkte auf Feyenoord. Ajax ist ja sowieso als Tabellenführer punktgleich mit Tabellenplatz Nummer 2, dass da Alkmaar ist. Aber wir gehen mal rein. Onana auf im Chor, dann Dest, Alvarez, Blind, Taglifo, Van de Beek, Moritz, Tadic, Ziech, Promis und Ryan Babel im 4-2-3-1-System von Ajax Amsterdam. Ende dafür mit Dommel im Tor, Troupé, Bien, Ple, Gouel, Celo, Fadonk, Busquets, Salahi, Vukcic, Menich, Lang in einem 4-1-2-1-2, in einem 4-4-2 mit einer engen Raute im Mittelfeld. Und damit würde ich sagen, ist alles geklärt und wir können reingehen in die Party. Siehst du auch, dass du dir der Gastgeber aus Amsterdam hier diese Party eröffnen. Ja, so schaut's aus. Ajax stößt an den Rot und Weiß. Von links nach rechts über Martinez, über Alvarez. Martinez. Ziech. Auf Dest. Dest auf Ziech. Der wieder auf Martinez. Martinez setzt sich da erstmal durch. Martinez legt raus. Das ist Tagliafico. Dem Übersteiger. Gut vorbei. Tagliafico könnte da mal flanken. Ne, legt ab. Das ist Broms. Der legt Promis. Der legt zurück. Martinez könnte, der zieht mal ab. Mit dem ersten doppelten Abschluss nach 6 Minuten. Ajax hier also gleich mal zu zeigen imstande, wer hier zu Hause heute das Heft in der Hand hat, aber keine Gefahr. Rummel mit dem ersten Abstoß für Twente in dieser Phase. Der lange Ball, das ist Martinez dazwischen, das ist Ziech dazwischen, ist Martinez, Ziech. Aber nochmal da, nochmal Quincy Promes, setzt sich durch, der ist schnell in der Box. Nochmal der Schlenzerbude, der Abschluss und Rommel in der kurzen Ecke zur Stelle. 10 Minuten rum, nächste gute Aktion in dieser Partie, die hier Ajax hat und damit hier Twente ganz schön unter Druck setzt. Der Eckball, der kommt da von Ziech in die Mitte getragen. Der ist nicht schlecht, Kopfballigkeit, Babel, Truppe klärt aber. Selahi liegt nochmal ab, Menich, nochmal zurückgelegt. Und Plesuedo klärt dann im Endeffekt erstmal. Aber nur auf Blind, der den Kopfball gewinnt. Van de Beek auf Babel, Van de Beek, Martinez, Ziech, da außen ist Tagliafico, Promes kein Abseits. Nochmal Tagliafico. Einwurf bei Ajax. Tagliafico auf Ziech, auf Promes, auf Martinez, auf Van de Beek. Van de Beek geht vorbei. Van de Beek Übersteiger nochmal vorbei an allen, legt nochmal ab. Das ist Babel, das ist 1-0. Nach 17 Minuten im Endeffekt überfällig, uns hat sich angedeutet. Und es ist verdient, dass Ajax hier schon so früh mit 1-0 in Führung geht. Durch Ryan Babel. Ist das hier völlig
verdient. Dass Ajax hier in Führung geht. Natürlich der äußerst schlechteste Start für Twente so früh, also in einer Abführung so früh hier in Rückstand zu gehen. Aber gut, damit müssen sie jetzt auch umgehen und werden reagieren, Fragezeichen, erstmal nicht. Van de Beek auf Alvarez, Ziech, Van de Beek, nochmal Ziech, Van de Beek zurückgelegt auf Martinez, der weite Ball auf Tadic, ne, er geht in Seiten aus, Abstoß, Einwurf, mein Gott, für Twente. Da jetzt mal der Ball über Menich. Ne, alles schlecht. Busquets ist dazwischen. Salahi will durchstecken. Diaficio rettet in höchster Not. Und Tadic mit dem nächsten Ballverlust. Wer hoch auf Lang. 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 Der Hacke zurückgelegt. Wer donkt. Flanke ist nicht schlecht. Kommt für mich dann gegen Blind. Und die erste Akte noch eine halbe Stunde für Twente. Da gibt es vielleicht noch Eckball. Man zieht hoch her. Gibt es jetzt Eckball hinterher. Abu Rania mit dem Eckball. Die kurze Variante, Fragezeichen. Nein, doch nicht lang in die Mitte. Kopfballmöglichkeit. Nein, Babel klärt. Aber Busquets nochmal. Menich. 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 In die Mitte gelegt. Bullienabschluss. Hui. Gleich das nächste gute Ding für Twente hier knapp. Wieder doch ein bisschen guter Meter, halt doch, aber die nächste gute Offensivaktion für Twente, die hier an der Halbzeit jetzt doch sich langsam mal nach vorne trauen. Abstoß von Onana. Langer Ball, Babel auf Van de Beek, ziehe ich. Promis, Babel, ne, Pixutu ist dazwischen, aber legt den Ball raus auf Tagliafizio. Der gleich wieder rein, zieh ich, Martinez, zieh ich. Da ist Babel. Da ist von dem Martinez, Martinez, das ist zieh ich, das ist Martinez. Spielt, da ist zieh ich, Abschluss. Trommel aber für Twente dazwischen. Und Lang jetzt mal mit dem guten Ball auf Menich, der hat jetzt Platz. Menich hat Platz. Legt nochmal ab oder nein, er verpasst den Moment des Abspiels und damit ist die Chance für Twente dahin. Wenn er das Ding ablegt in die Mitte, dann könnte es hier, hätte es hier vielleicht die Chance zum 1:1 geben können. Aber so ist das nicht der Fall. Nochmal Busquets da, Vukcic, guter Ball raus auf Menich, der kriegt den noch gegen Alvarez, oder? Ja, Menich, gut gemacht. Menich, jetzt warte auf eine Anspielstation. Geht dann vorbei, legt ab, Busquets, nochmal Menich, nochmal Busquets, Ball in die Mitte, blind, aber zusammen mit Desta klären das sicher in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs, die ist jetzt abgelaufen und jetzt ist Halbzeit in der Johan Cruyff Arena in Amsterdam. Spielstand 1:0 für Ajax, das geht völlig in Ordnung, kleine Gelegenheiten, aber eigentlich ist das hier doch völlig in Ordnung, dass Ajax zu Hause hier mit 1:0 in Führung geht. Und damit sagen, schauen wir uns kurz die Statistik an. Ajax jagt mit 4:2 Schüssen, 2 Einschüsse aufs Tor, mehr Ballbesitz ist okay. Passgenauigkeit auch besser, also kommt hin und damit gleich weiter rein in den zweiten Durchgang. Twente stößt an, immer noch in Hellblau jetzt von links nach rechts. Über Selahi, über Pleguezio. Abu Rania, Verdonk, Abu Rania wieder, der sich durchsetzt da gegen sich, dann ablegt, Lahn wieder, obwohl guter Ball auf Menich, Menich stellt den Körper rein, gut gemacht, Abu Rania der Abschluss, und der Streich knapp am kurzen Eck vorbei, Onana wäre zu spät runtergekommen, hätte den nicht mehr parieren können. Die nächste gute Gelegenheit hier für Twente
kurz nach der Pause, die also jetzt hier langsam aber sicher zeigen, dass sie durchaus auch bereit sind, hier etwas mitzunehmen aus Amsterdam. Männich macht da den Laufweg kurz zu, zwingt unter zum langen Ball und der ist gut, aber dann gibt es das Handspiel von Babel und Freistoß für Bien für Twente. Ist der Wechsel jetzt schon bei den Gästen. Da geht Männich raus. Und dafür kommt der Neun, auf wer ist denn das? Muss mal kurz schauen, das ist Berggren. Ah, den kennt man auch aus Mainz, der Däne. Mal schauen, ob er da vorne jetzt nochmal für Gefahr sorgen kann. Martinez ziehe ich erstmal. Da ist Tadic, da ist Ziyech, der genau das dabei auf Dest. Der hat jetzt viel Platz auf seiner rechten Seite. Dest, Dest. Flanke ist nicht schlecht, aber jetzt legen wir geklärt auf Verdung und der spielt den Ball Tadic in den Fuß, der mit dem Ball in die Mitte, aber Troupé ohne Probleme. Selahi, die Tempo jetzt. Selahi in den Lauf auf Berggren. Der legt zurück. Selahi in die Mitte. Vukic. Vukic. Lang. Arabania gegen Dest. Kann sich nicht ganz durchsetzen und blind zurück auf Nana. Und der schlägt den Ball weit nach vorne. Aber wie zurück auf den Ball. Busquets. Vukic. Handelbeck dazwischen. Tadic. Dest. Tadic. Wieder Dest. Über Tadic. Ab auf Weg, der will jetzt anspielen, aber Verdonk ist dazwischen, aber der setzt sich durch und schickt. Tadic hat jetzt Platz und hat jetzt ganz viel Platz. Da ist durch auf der Seite. Tadic. Tadic. Tadic, die Flanke kommt, aber findet überhaupt keinen. Aber Promes holt den Ball nochmal wieder. Gut gemacht. Tagliafico, nächste Flanke. Babels Kopfball. Und Drömel. Mit einer ganz starken Parade auf der Linie. Wie ein Kopfball von Babel da aus 3 Metern. Doppelwechsel jetzt, beide mit dem Wechsel bei Ajax kommt Eiting in die Partie für Martinez. Eckball kommt von Ziyech. Er ist nicht schlecht, aber Drömel faust ist nicht weg. Spinoza kommt dafür, Selahi bei Twente. Da ist Promes, der hat es geblockt und Espinoza klärt. Lang, zurückgelegt, Berggren lang. Vielleicht der Konter über Berggren, über Lang, über Berggren, aber Tagliafico ist gleich da, blind. Alvarez, 20 Minuten sitzt noch, Van de Beek, ziehe ich. Also, es lässt sich festhalten, Ajax ist die eigentlich stärkere Mannschaft. Allerdings aufpassen, wenn Twente hier mal kommt, eigentlich direkt, aber das ist gut gespielt. Verdon klärt vor Babel. Hui. Ajax wird jetzt hier nochmal stärker. Lang, zurückgelegt. Lucchezio, Busquets, Espinosa für Vukic, für Lang. Van de Beek, blind, Test, nochmal blind im Spielaufbau für die Gastgeber. Ziehe ich mit dem Ball für Tadic, der auf Babel, der zu Tadic, Tadic wieder auf Babel. Da läuft Ziehe ich in die Mitte rein, der guckt jetzt mit Hacke von Tadic den Ball und Ziehe ich schießt auf den Mann. Keine Pulle für Prümel, aber die kann man schon mal wegmachen. Nächster Wechsel bei Ajax und auch bei Twente. Noch 10 Minuten hier in der, sagen wir, zwar abseits. Bei Twente kommt Masraoui und bei den Gästen kommt Ulmatore für, ja, okay. Also Masraoui, Masraoui. Immer noch Masraoui am Ball, legt ab für Eiting. Auftrag hier, Fischer. Und Witzel hat viel zu viel Platz, da kann ganz einfach durchgehen, den Ball in den Spielen. Das ist Ziyech, 2-0 in der 86. Das ist viel zu einfach, wie Twente das verteidigt. Wieder Tagliafico einfach durchmarschieren darf das Probleme, den Ball natürlich hier aus 7 Metern in die kurze Ecke zu dreschen. Und damit ist das 2-0 gefallen und hier die Entscheidung in Amsterdam, würde ich sagen. In der 86. durch Hakim Ziyech. Würde ich sagen. Lang nochmal Espinosa. Versucht, wenn nochmal was. Oder ergeben sie sich jetzt hier in ihr Schicksal.
Rubiania, Espinosa, Tropez, nochmal Tropez, nochmal nach außen Bergrehen. Die Flanke, da ist aber dann keiner. Alvarez klärt, blind, Ziech, Nachtbittert läuft, der gibt es oben drauf, nochmal Tadic, Babel, Tadic, nochmal Babel, Ziech, Tadic, Promes, Eiting, nochmal nach außen auf Van de Beek, der hat nochmal Platz, setzt sich da durch, Van de Beek, ja, setzt sich durch, Van de Beek, in die Mitte, aber Bien klärt und dann ist hier Schluss in Amsterdam und Ajax gewinnt zu Hause völlig verdient am Ende mit 2-0 gegen Twente Enschede. Damit behaupten sie die Tabellenführung und setzen den Tabellenzweiten aus Alkmaar unter Druck, der heute zum Abschluss des Spieltages bei VVV Venlo ran muss. Aber das ist jetzt das übernächste Spiel. Ich melde mich gleich dann zurück aus Waalwijk, wo der Tabellenletzte aus Waalwijk gegen den FC Groningen ran muss. Bis dahin sage ich, bleibt gesund, bis gleich. Mande Makers Stadion hier in Waalwijk zur Partie RKC Waalwijk gegen den FC Groningen. RKC Waalwijk, der hat da die Gastgeber, also auf dem letzten Tabellenplatz, ihn dann müssen, also heute ganz dringend hier mal punkten, um sich da unten rauszuarbeiten. Groningen selbst, hier sind wir mal auf der Tabelle, genau auf der Tabellenposition 9. Also so langsam noch mit, vielleicht mit leisen Ansprüchen auf die Europa League. Und dann schauen wir mal, wie die beiden Teams heute aufgestellt sind hier. Waalwijk mit Vasen im Tor, Gari, Mulder, Delcroix, Quarsten, Rienstra, Van der Venne, Lehmanns, So, Bilat und Hansson in einem 4-3-3-System. Ja, kann man so machen. Und die Gäste aus Groningen, ist ja auch nah Richtung deutsche Grenze liegt so ein bisschen. Die werden heute mit Pat, Sefuik, De Vriet, Van Hintem, Farmedan, Matusiwa, El-Mesadou, Sorto, Hustic, Lundqvist und Redan in einem 4-2-3-1 auflaufen. Und damit würde ich sagen, können wir dann reingehen in die Partie. Auf geht's, Waalwijk stößt an in Gelb und Blau, Blau und Gelb, pardon, von links nach rechts. Über Mulder, über Rienstra, über Van der Ven. Van der Ven setzt sich gleich mal durch. Guter Ball, versucht nach außen, aber Warnerdam dazwischen. Rostic, Redan, legt ab, Pascal, Messaoui, langer Ball nach außen auf Azoro, der kommt doch an. Azoro setzt sich der erste Abschluss aus Spitze, Winkel, Außennetz, 5 Minuten rum, knapp. Der erste richtig gefährlicher Angriff hier für die Gäste aus Groningen. Erste gute Aktion in dieser Partie. Und wir schauen, was uns diese Partie hier noch bringen wird. Das ist die nächste Ballverlust. Jetzt da, Bilat mit der Chance jetzt. Bilat sucht und findet erstmal Musso mit der Hacke, aber war mit einem dazwischen. Redan wird jetzt schnell geteilt, die Option eines Konters, aber Groning macht erstmal ruhig über De Vierig. Jemand zwischen jetzt hat Bilat da ganz viel Platz. Jetzt sich aber nicht durch, ist nicht schnell genug und der Pass ist dann nicht gut. Aber Waalwijk kämpft hier. Wichtig. Jenstra, Van der Ven, Lehmanns, Bilat, Van der Ven, der erste Abschluss für Waalwijk. Puh. Guter Abschluss da, nur deutlich über den Kasten. Part wird den Ball lang schlagen, ist ja viel schon gleich hier rum. Lundqvist gewinnt den Kopfball.
nicht. Rienzka ist dazwischen für Wahlwahl. Clemens. Immer Matusi war es dazwischen. Rettern. Wieder Matusi war. Gari. Van der Ven. So. So. Sich da durch. Van der Ven legt ab auf außen. Gari. Und Rustic kann da überall abblocken. Gibt Einwurf für die Gastgeber. Gari beim Einwurf legt die dann doch auf So. Der legt ablegen. Rustic dazwischen. Van der Ven im Zweikampf kommt nicht dran. Und Groning löst es hier spielerisch. Warmadam, Elmasuri, wieder Warmadam in den Lauf für Lundqvist. Und der hat jetzt Platz. Er hat richtig Platz, Lundqvist. Er hat allein richtig Platz. Das macht Lundqvist, zieht mal ab. Und Vasen aber im Kasten ohne Probleme. War der nächste gute Angriff hier, der Gäste aus Groning. Die jetzt langsam aber sicher wieder stärker werden. Lundqvist, De Vrij, Matusi war wieder Lundqvist. Auf Asauro, auf Rettern. Auf Asoro und der Vasen ist da dran und da gibt es keinen Elfmeter auf Hilf. Und Hansson kann dann erstmal für Wahlwald den nächsten Angriff vielleicht mal aufbauen. Nochmal Hansson, die Mitte gelegen, Clemens, Riestra, Bilat setzt sich durch, hat jetzt ein bisschen Raum. Das ist So, der sucht eine Spielstation, findet nur Gari und der gegen Warmedam, der zum Einwurf klärt. Halbe Stunde rum hier. Noch keine Tore in Wahlwalk. Groningen etwas bessere Mannschaft, aber noch nicht wirklich sehr viel. Gari jetzt nochmal, wer jetzt mal Rienstra, Bilat. Rienstra. Gari. Gari auf Van der Ven, der hat eben schon den ersten Ball gehabt für Wahlwalk. Der ist in der Box, legt zurück. Bilat nochmal zurückgelegt. Rienstra. Bilat. Gari. So. Nochmal Gari. Und Rustic ist dazwischen. El Messawidi, Warmadam, El Masumidi in die Mitte, Matusi war, Asoro da, Asoro, guter Ball, aber Deko und Quasten dazwischen, Hansen, Lehmanns, Instra, Basukis dazwischen, wird der Gerät, kein Foul, vor, der weiter geht's hier, Lehmanns, langer Ball nach außen, da ist Stau, der hat Platz, setzt sich durch, der Ball direkt weiterspielen, aber von hinten ohne Probleme, kann da klären. Lundqvist, der Ball nach außen, nochmal Sari dazwischen. Ginstra gut gegen Redanda im Zweikampf, ein nächster langer Ball. Amadam dazwischen. Lundqvist, Rustic. Lundqvist, Rustic, nochmal Rustic, Reddan. Wie geht Rustic ablegen, aber So und Mulder können da klären. Von der Fendi noch unter Druck gesetzt von Warmadam. Und Gari für Warwag im Spielaufbau. De Kroon, nach Petit läuft schon, ist gleich schon abgelaufen im ersten Durchgang. Gari nochmal auf Sau. Der sucht nochmal eine Anspielstation in die Mitte rein. Bilat kommt nicht ran. Und dann ist ja auch erstmal Halbzeit in Wahlwalk im Mandemakers Stadion. 0-0 zwischen Wahlwalk und Groningen. Statistisch Schüsse 1-3. Groningen mit mehr Schüssen aufs Tor. Wahlwalk mit mehr Ball. Besitz, Entschuldigung. Also das geht in Ordnung, hier das 0-0 würde ich sagen, wenn vielleicht kann Groningen in Führung gehen, aber okay, damit gehen wir gleich rein in den zweiten Durchgang. Groningen jetzt hier in grün und weiß von links nach rechts über Lundqvist und Elmar Sawidi, De Vrij, Matusi war erster Wechsel gleich bei Wahlwalk, Zahiri ist gekommen für Van der Ven in die Partie da, So mit Platz. So, immer noch mit Platz. So, wohin? Das ist Tahiri. Da ist er, der eingebettete Mann. Auf So. Der gegen zwei Flagge kommt. Aber Van Hintum und Elmas Midi können da erstmal dann klären. Lundqvist. Auf Matusi war. Langer Ball. Hustic sucht und findet niemanden, weil er sich nicht durchsetzen kann. Gari, der Ball und dann bei Redan, der auf Rustic, der zurück. Warmadam. Warmadam, Rittern. Rustic, da ist wieder Lundqvist. Lundqvist in der Box. Abgelegt. Rittern kommt nicht an den Ball, weil klärt Mulder und Tahiri klärt ihn im Verbund. Rinstra, Lehmanns, vielleicht jetzt mal ein bisschen Platz zum Kontern. Hansson macht's ruhig, indem er den Ball auf Gari spielt. Und der spielt den Ball Rustic in die Füße. Er setzt sich nicht durch, Gari bleibt da Sieger, So nochmal zurückgelegt, Rienster nochmal So, da läuft jetzt Gari, genau.
Legt ihn nochmal zurück, so, und gar den Doppelpass, der nochmal zurück, jetzt ist hier die beiden Mann alleine. Tahiri jetzt mal am Ball, über die Seite versucht er es, aber Warmer dann wieder dazwischen mit dem Ballgewinn. Auf Lundqvist, der wieder für Warmer dann, der zurück zu Lundqvist, der lange Ball, findet Rettern, Rettern setzt sich da durch gegen Mulder, Rettern auf der Bahn, Flanke eine Option vielleicht, ne, er macht es alleine, er macht ganz allein, legt zurück, nochmal Pascal Lundqvist, Rettern, jetzt können wir abziehen. Wird geblockt von Delcroix, er das Ding klärt. Zum Einwurf nach 65, 66 Spielminuten gibt es den nächsten Wechsel. Doppelwechsel bei Wahlwald gleich und auch Groning wird einmal wechseln. Also schauen wir mal, was da passiert ist. Bei Groning kommt Marzen für So in die Partie und Wente für Pilate und jetzt gibt es hier erstmal Freistoß gepfiffen für Groning. Ja, von der Seite da könnte eine gefährliche Situation mal vielleicht werden. Den bringt Hostic in die Mitte, da kommt Gudmundsson für Azor in die Partie. Hostic Flanke, Kopfball von De Vrij, aber der Kopfball ohne wirklich eine Gefahr darzustellen hier. Das Tor, mein Gott. Ein langer Ball. Da in dieser Situation. Und Groning macht vielleicht weiter Druck über Hustic, schlage aber dazwischen. Marzen. Ball auf Tahiri, der legt nochmal. Prinzra im Zentrum. Lehmanns nochmal. Nein, Bildbar. Lundqvist ist dazwischen. Massouidi, Lundqvist, Elmasouidi, Gudmundsson nach außen, da ist Sefuik, der hat jetzt mal Platz, Sefuik mit der Hacke, Gudmundsson, da ist Sefuik in der Box, Sefuik spitzer Winkel, macht's alleine, er macht's alleine, Barsen pariert und Mulder klärt. Mal wieder ein Riesending hier für Groning, Gudmundsson macht aber gleich weiter auf Sefuik, der kann sich aber gegen Kvarsten nicht durchsetzen und Delcroix auf Lehmanns. Langer Ball, schlechter Ball, Elmas mit dem nächsten Ball, Elmasouidi. Elmasouidi, Lundqvist, Delcroix dazwischen, Lehmanns, Diente, Tahiri, da außen ist Platz für Marzen, genau, nochmal Tahiri, nochmal Marzen, mit der Hacke, Tahiri, Marzen, Tahiri setzt sich nicht durch gegen Elmasouidi, Matusiwa, Lundqvist, da außen ist richtig, genau, Platz für Gudmundsson, Gudmundsson, spitzer Winkel macht alleine, Gudmundsson, er macht alleine, Vasen, in einer starken Tat. In dieser Situation in der 82. Minute hält er Wahlwijk hier im Spiel. Eckball von Elhan Kouri, der reingekommen ist für Hustic. Elhan Kouri auf den kurzen Pass Rienstra klärt und der Ball landet bei De Vrij, der den Ball auf den Kopf bekommt, aber da deswegen dann keinen Druck mehr auf den Ball bekommt und der Kopfball gute 2-3 Meter über den Kasten steigt und keine Gefahr ist für Waesen, der den Ball jetzt kurz ausführt für Mulder, der im Spielaufbau versucht mit Gari was aufzuziehen und Rienstra, da außen ist Marzen, der hat jetzt mal Platz, geht vorbei, Marzen hat Platz, Marzen, Flanke kommt, da ist der Kopfball von Tahiri, ein schöner Flugkopfball, aber Part ist da und schlägt den Ball lang nochmal ab auf Lundqvist. Er kann sich gegen Rienstra da nicht durchsetzen, wenn die Ball nicht festmachen. Marzen nochmal. Marzen, 90. Minute läuft. Marzen, Tahiri nochmal Marzen. Geht vorbei, gut gemacht. Flanke ist eine Option, ja. Aber von hier und El muss irgendwie klären. Nochmal Lundqvist, geht nochmal was für Groning, vielleicht in der Nachspielzeit. Ja, Lundqvist, Rettern, wenn er jetzt der gute Ball da auf Tankuri, Elhan Kouri. Da ist Lundqvist, das Elhan Kouri durch. Elhan Kouri will ihn mit dem Kopf machen. Anstatt, dass er den Ball da Volley oder per Dropkick abnimmt. Und dann war das die letzte Aktion in dieser Partie. Und Wahlwijk und Groningen trennen sich 0-0. Und das war's dann an dieser Stelle, würde ich sagen, hier mit dieser Partie. Und dann sehen wir uns gleich zum Abschluss Spiel des Spieltags in Venlo. Bis gleich.
Herzliches Willkommen aus der Kommentatorenkabine hier im Covebo-Stadion in Venlo zum Abschlussspiel des 27. Spieltags. VVV Venlo empfängt zu Hause den Tabellenzweiten vom AZ Alkmaar. Die Gäste aus Alkmaar ein bisschen unter Zugzwang, denn sowohl der Tabellenführer aus Amsterdam als auch der Dritte aus Rotterdam haben an diesem Spieltag bereits gepunktet. Also, die Gäste, die heute in Weiß auflaufen, wichtig, diese hier auch heute dreifach zu punkten, um in diesem Dreier-Top-Gespann da oben weiter mitzuhalten. Die Gastgeber mit Thorsten Kirschbaum, den kennt man noch, Parone kennt man, Röseler kennt man, Komjan, Pohl, Bruce, Ofoku, Dafoldu. Und Yeboah in einem 4-3-3-System. Die Gäste aus Alkmaar werden wie folgt auflaufen, wenn die Regie uns das gerade nochmal einspielt, nämlich genau jetzt. Mit Biso im Tor, Svensson, Fla, Koopmeiers, Windahl, Kleissi, Mitzieu, De Witt, Stengs, Boadu und Idrissi. Könnte auch ein 4-3-3 sein. Ja, dem ist es. Mit Stengs da außen, Idrissi, Boadu vorne, die drei. Und dann würde ich sagen, ist alles angerichtet hier in Venlo. Der Ball liegt bereit und damit stoßen die Gastgeber in Gelb und Schwarz traditionell an, von links nach rechts. Über Kobrich mit dem ersten Fehlpass. Stengs für die Gäste. Erstmal auf Svensson, wieder zurück zu Stengs. Der wieder auf Svensson. Svensson für Mietze, Mietze für Kleissi, der mit dem Seitenwechsel auf Idrissi, der legt ab, da ist Boadu, der erste Abschluss. Nach Gufjulut und Kirschbaum gleich mal da und pariert diesen ersten Ball. Langer Ball, da Faliu, langer Ball auf Yeboah, der kommt nicht ganz an, weil Svensson da mitdenkt, wichtig. Svenssons langer Ball, Kleissi auf De Witt, De Witt, Kleissi, Mietze, Kleissi, wieder Mietze. Da Kleissi auf Stengs, De Witt, De Witt auf Kleissi, der legt raus, das Idrissi legt ab, aber dazwischen Paronik, Post auf Opoku, da Fio Fla dazwischen, von Eunen der Ball nach außen, Vorteil abgepfiffen, Freistoß für Venlo in dieser Situation. Und dann schauen wir mal, was jetzt noch geht. Der lange Ball, aber Pachonik ist dazwischen. Auf Opoku, auf Van Eunen, Van Eunen zurückgelegt. Opoku, der wird dazwischen. Idrissi, Konterchance, weil ich jetzt, wenn schnell geht. Boadu, Kleissi. Boadu, der lange Ball für Stengs, aber Jansen ist dazwischen. Kriegt ihn nochmal nicht gut geklärt. Mitzel ist dazwischen. Svensson auf De Witt, De Witt. Der Windahl, Windahl. Nach außen auf Idrissi. Idrissi gut drauf gestiegen, geht in die Mitte, die Flanke kommt, da ist das 1-0 durch Stengs am langen Pfosten. In der 20. Minute die Führung für die Gäste aus Alkmaar. Das ist da außen noch eigentlich etwas zu einfach. Er hat viel zu lange Zeit, kommt dann nicht einfach vorbei. Die Flanke ist dann gut, am langen Pfosten ist dann keiner bei Stengs, der das Ding Volley einfach aus 5 Metern stark in die Maschen drischt. Und damit 1-0 durch Kelvin Stengs in der 20. für Alkmaar. Wie reagiert jetzt die Gastgeber von Eunen? Erstmal Röseler, Bruns, Bruns auf Post. Guter Ball, aber findet oder Frio nicht. Windahl, De Witt, Mitzö, De Witt, wieder Mitzö.
Und hier hat der Wild Mitzel. Mitzel. Auf Stengs. Stengs. Für Mitzel. Mitzel geht vorbei. Und dann zieht er ab und das 2:0. In der 29. Minute gleich hinterher, weil Mitzel nicht angegriffen wird. Da lässt er sich die Chance natürlich nicht nehmen. Und damit würde ich sagen, ist hier der Ofen schon fast aus. Macht das hier stark, ganz breit. Der Abschluss ist gut. 2:0. Damit ist Jagen durch. Frederik Mitzel ist der Ofen hier schon fast wieder aus in Venlo. Und Alkmaar hält den Druck der beiden Top-Teams von Ajax und Feyenoord dann erstmal stand. Und auch vom PSV natürlich, die da auf der 4 sitzen, die auch noch da dann mit dran stecken. Aber man kann sagen, ich würde sagen, Alkmaar hält hier dem Druck stand. 64% Ballbesitz hat der AZ hier, das ist völlig in Ordnung. Pachonik, Post, geht vielleicht jetzt mal was zur Entlastung. Okoku, Post, Mitzel dazwischen, Windal, nochmal Mitzel, wieder Clacy, das ist Boadu, der Hacke, Mitzel, Boadu. Guter Ball auf Stengs, der für Mitzel, 20 Meter vom Tor will reinlegen, Rösler dazwischen. Post, von Eunen ist das jetzt. Da, Fulu, Fla, aber mit dem nächsten Ball gewinnen. Koopmeiners, auf Svensson, auf Mitzel, der findet Boadu, der zieht ab, Rösler wirft sich rein und Kirschbaum kann den Ball so parieren. Ansonsten setzt hier vielleicht bald 0-3. Auf Van Eunen, Post Van Eunen jetzt mal mit dem Ball nach außen für Brutz, der kommt aber nicht ran, weil Svensson da gut mit zurück arbeitet und den Ball stark bekommt und das ist da außen Idrissi, setzt sich durch, hat überhaupt kein Gegner, Windal und dann der Ball auf Hulze. Kirschbaum stark in der Nachspielzeit. Ansonsten steht das hier gleich 3:0. Kirschbaum wohl noch irgendwie der Beste. Der Gastgeber aus Venlo, die Halbzeit gleich herbeisehen werden und dann vielleicht in der Pause nochmal sich aufrappeln müssen. Was denkst du mit dem Eckball? Kurze Variante, Fragezeichen, nein, kommt lang, Dalle erklärt aber nur für Idrissi, der zieht mal ab und Kirschbaum zur Stelle und dann ist hier Pause 0:2 führt Alkmaar hier zur Pause in Venlo und das geht so, würde ich sagen, völlig ordentlich, schauen wir rein statistisch. 0:2 Schüsse aufs Tor, 0 Schüsse, 0:6 Schüsse aufs Tor, 0:5, 63% Ballbesitz für Alkmaar, also das geht hier völlig in Ordnung und damit gehen wir rein in den zweiten Durchgang und schauen, ob sich Venlo hier vorne nochmal erholen kann. Mitzel, Koopmeiners, Idrissi, dann wechselt er erstmal Sinclair, Compagnie-Boa bei Venlo in die Partie und Drüff für Boadu bei Alkmaar und die machen gleich mal weiter. Einwurf Idrissi, Windal, Idrissi in die Mitte, da ist Mitzel, nee, der lässt durch für Svensson. Svensson, da ist jetzt Mitzel, wird nicht wirklich angegriffen, legt ab auf Clacy, auch der, wenn du jetzt denkst, der außen eine Dake zurückgelegt, Svenssons Flanke, ob Ball drüff, Kirschbaum zur Stelle. Aber hier spielt nur eine Mannschaft, das sind die Gäste in Weiß aus Alkmaar. Stengs, Mitzel, Clacy, Mitzel, Drüff, De Witt, Drüff, zieht mal ab. Nächste gute Aktion der Gäste hier aus Alkmaar. Also das ist eine Demonstration des AZ der aktuellen starken Form, warum sie völlig zu Recht da oben punktgleich mit Ajax auf dem ersten Tabellenrang stehen. Röseler, Ballverlust, De Witt auf Drüff und der legt sich den Ball zu weit vor und Krüm stellt die Körper rein, deswegen kann Kirschbaum
zufassen. Der lange Ball für Bruns, der kommt nicht ran, weil Flares Kopfballduell gewinnt. Clacy gegen Van Ooyen. Clacy gewinnt den Ball. De Witt. Clacy. Guter Ball ins Zentrum. Mitze. De Witt. Mitze. De Witt. Wieder Mitze. De Witt. Abgefälscht. Fragezeichen. Erstmal Wechsel jetzt bei den Gastgebern. Und auch bei den Gästen. Bisschen Wechsel. Nicht abgefälscht. Gierspor mit dem weiten Ball. Da kommt Kettermaul für Post in die Partie bei den Gastgebern. Bei den Gästen kommt Abukal für Idrissi auf der Außenbahn. Und komm, verliert den Ball an Stenks. Der hat jetzt richtig Platz und ist in der Box durch. Stenks, Stenks, flach in die Mitte. Am langen Posten ist De Witt. 0 zu 3. Und das ist... Das geht in Ordnung. Alkmaar ist hier die deutlich bessere Mannschaft in dieser Partie. Und Venlo tut sich hier heute richtig schwer zu Hause und kommt überhaupt nicht rein in diese Partie. Danny De Witt 0 zu 3. Aus Venlo-Sicht. 9, Kettermoll. Natürlich schwer, das jetzt auch nochmal sich wieder aufzuraffen. Jansen. Bruns. Da ist jetzt mal Jansen. Svensson gegen Sinclair. Sinclair setzt sich durch. Sinclairs erste Flanke. Kopmeiners klärt da mal. Aber mal ein Offensivansatz der Gastgeber aus Venlo. Fla, Svensson, Fla. Wieder Svensson auf Mitze, der auf Stengs, der wieder auf Mitze. Stengs, immer noch Mitze. Ins Zentrum, Clacy. Außen auf Svensson, der zurück. Clacy nochmal Stengs, der ist ins Zentrum reingerutscht. Rulf auf Stengs, der wieder auf Clacy. Der findet Rulf, der ist wieder vor dem Tor. Stengs auf Rulf, der zieht ab. 0 zu 4. 74. Minute. Das ist ja heute nicht zu fassen. Was ist denn hier los? Also Venlo völlig von der Rolle heute. Und Alkmaar einfach an einem anderen Stern. Und auf die Frage hin, vielleicht auch da an Eindhoven, an Ajax und auch an Feyenoord, die da ja den Druck aufgebaut hatten, ob die Jungs aus Alkmaar dem Druck standhalten können. Ich glaube, das ist hier eine deutliche Ansage, dass sie sagen, ja, wir können. Und wie reagiert jetzt Venlo? Nochmal Sinclair, nochmal die Flanke, aber die geht übers Tor hinweg. Abstoß. Erster Wechsel jetzt bei den Gastgebern. Natürlich auch jetzt schwer hier, weil ich glaube bei 0 zu 4 nochmal da irgendwas Positives zu versuchen. Beim Wechsel, da kommt jetzt nochmal Lindhorst für Van Ooyen rein, aber ich glaube, diese Partie hier können wir abhaken. Mitzel nochmal schwer für Windahl. Der nochmal für De Witt. Clacy mit dem Doppelpass, nochmal Abukal, nochmal Clacy. Nochmal Abukal. Nochmal Stengs. Das ist Mitzel, das ist Dröf, das ist Mitzel, der ist in der Box. Könnte jetzt nochmal flanken oder querlegen. Nochmal die Flanke. Und Lindhorst klärt da für den Kopf. Windahl nochmal, aber Kittermoll ist nochmal da. Aber Windahl setzt sich durch. Abukal geht vorbei zum Übersteiger. Bachone klärt da. Darf Leo auf Jansen. Jansen. Darf Lindhorst. Da Falu, langer Ball mal auf Bruns, 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 das macht ich doch mal quer, warum? Und dann findet der Kettermoll nicht, was macht der denn da? Der war hier raus, den muss er einschieben, macht er nicht, Stengs geht raus, den starkes Spiel gemacht hat heute. Bekommt jetzt einen verdienten Applaus in der 89. Minute, der aus dem Gästeblock. Dafür kommt Evjen in die Partie. Und dann ist hier gleich Schluss. Die Nachspielzeit wird angezeigt. Es sind 3 Minuten nochmal oben drauf, die Venlo hier noch überstehen muss. De Witt nochmal auf Abukal. Abukal setzt sich nochmal durch. Gibt nochmal Eckball, oder? In der Nachspielzeit.
Nein, gibt Abstoß. Und Kirschbaum wird den Ball jetzt weit wegschlagen und dann wird hier Schluss sein in dieser Partie. Der lange Ball. 3 Minuten sind um. Nochmal den Fuhr und jetzt ist hier Schluss. Genau. Und dann wird gewinnt Alkmaar mit 4:0. Deutlich. Der deutliche Führungsgrad des Spieltages hier in Venlo und beweist damit ganz klar die Titelambitionen hier in den Niederlanden. Und damit war es das vom 27. Spieltag. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche zum 28. Spieltag. Würde ich sagen, an der Stelle mache ich jetzt hier einen kleinen Cut und dann sehen wir uns wieder nächste Woche. Bis dann, bleibt gesund und ciao.